Anmoderation. Der Ton so klappt. So, Servus an alle. Ist wahrscheinlich noch gar keiner im Stream drin. Heute gibt es mal eine kleine Runde Shogun 2. Mit mir und mit Lars. Hallo. Guck mal, ob der Ton fein ist im Stream, Lars, please. Guck mal, ob der Ton fein ist im Stream, Lars, please. Feines im Stream, Lars, please. Irgendwie höre ich alles doppelt, Lars, im Stream. Das ist richtig. Hier ist einfach die absolute Rückkopplung. Ach ja, weißt du warum? Weil ich nämlich den Stream im Hintergrund gerade angemacht habe und natürlich wird das dann auch nochmal in den Stream übertragen. Ist natürlich dumm. Du bist jetzt so eine Flachpfeife. Ich bin ein Vollidiot. Okay, sag du einfach, ob der Ton passt und dann machen wir das so. Ich muss erstmal warten, bis deine 1000 Echos aufhören. Ah, okay. Müsste jetzt aber rum sein, oder? Ja. Ich würde auch sagen, die Lautstärke passt. Das ist sehr gut. Ich bin absolut dagegen, dass du die Eko-Eki spielst. Die sind einfach nur ein Drecks-OP-Clan. Unsinn. Das ist so, das ist so. Junge, da gibt's Clans, ne? Die habe ich von nie gehört. Es gibt ein paar neue von dem Mod. Aber gibt's, ja, ja, genau, durch den Mod, aber gibt's da auch irgendwie, haben die auch irgendwelche Besonderheiten drin? Ja. Aber ich weiß nicht mehr welche. Ich hab's mir vorhin kurz angeguckt. Ja, okay. Also hast du nämlich halt welche, die ich kann. Weil ich glaube, die Oda zum Beispiel sind halt so stark, was so Ashigaru und so weiter angeht, glaube ich. Ja. Die Tokugawa sind der stärkste Clan im Spiel. Ja, ja, stimmt. Macht wahrscheinlich Sinn. Was hast du da? Die Uesugi. Ich kann auch Uesugi spielen, weil ich will einfach nur mit den Mönchen kämpfen. Das sind entweder Ikuiki oder Uesugi. Ja, wir sollten wahrscheinlich. Wir sollten wahrscheinlich möglichst beide recht zentral bleiben. So ein Clan, den du mir empfehlen kannst? Ich bin jetzt so ein bisschen, ja, vielleicht der. Ich bin so ein bisschen rechts also vom Zentrum, vielleicht willst du links vom Zentrum. Also ich gehe hier hin. Ah nee, das Problem ist mit der Insel. Dann kommt die irgendwann mit ihren Schiffen an, da habe ich keinen Bock drauf. Muss ich wieder meine Truppen wieder über 1000 Kilometer ziehen. Vielleicht die Hojo könnte ich probieren. Mori, ich würde gar nicht so arg weit voneinander weg sein, weil ich glaube, wenn wir so sowas die Richtung, so ungefähr voneinander weg, hätte ich jetzt gesagt. Können wir probieren. Ich weiß allerdings noch nicht, was ich davon nehme. Was sind denn die? Ah, die sind direkt neben dir, das mache ich nicht. Ja, das wäre vielleicht ein bisschen hart. Das sieht okay aus, oder? Die von eben. Die da oben waren. Ja, ich weiß nicht, ist ein bisschen zu weit links eigentlich fast schon, oder? Weil du hast ja schon so 20 Ding dann drin, die in der Mitte drin, bis wir zueinander sind. 20. Na, wie heißt's? Schauen wir nochmal. Das waren, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Provinzen zwischen uns. Das klingt eigentlich okay. Welche? Welche waren das denn, die ich hatte? Amako, glaube ich, von der Flagge her. Ich habe es nur kurz gesehen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nee, 8 Provinzen sind es. Nee, 9, 10 sehe ich tatsächlich sogar. Ich meine, können wir theoretisch auch spielen? Weil dann hast du halt auch Kyoto ziemlich genau in der Mitte. Das ist vielleicht auch ganz cool. Ja, okay, dann spiele ich die Amako. Da sind wir halt schon ein gutes Stück voneinander weg. Lass mal eine Stufe hochstellen, was Difficulty angeht, oder? Ja, wollen wir vielleicht auf Hard? Ja, lass uns auf Hard spielen. Ah, alles klar, dann... Genau, dann haben wir das... Ist es, oder? Head-to-Head, Battle Limit... Oh. Ja, also Default Battle Resolve ist Auto-Resolve. Das heißt, nur wenn man auf Fighten klickt, wird auch an sich gefightet. Okay. Ja, sieht alles gut aus. Alter, ist das laut? Au! Perfekt. Jetzt habe ich gerade den Fehler gemacht, rauszutappen. Same. Jetzt habe ich nur noch ein schwarzes. Jetzt darf ich nicht mehr rein. Oben links. Also ich meine, ich sehe im OBS sehe ich, dass es noch läuft, aber bei mir läuft es noch nicht so gut. Ja, wahrscheinlich gleich, wenn der Ladebildschirm weg ist. Nee. Ich kann doch auch so, wie heißt denn das, die Musik, die ich da noch anmachen kann, so im Hintergrund? Royalty Free. Ja. Wait, warum bin ich denn verbündet? Ah nee, das sind meine Vasallen. Man kann Vasallen nicht annektieren, ne? Oh, ich habe übel viele Vasallen überall um mich rum. Das ist ja lästig. Gibt's da eine Seite zu, oder wo muss ich in die spielen? Keine Ahnung. Auf YouTube was? Irgendwelche Lizenzen holen, glaube ich. Ich kann doch Safe Royalty Free Music auf YouTube suchen und dann kann ich das einfach anmachen, oder? Keine Ahnung. Ja, ich mach das jetzt einfach mal. Dann müsstest du Julian fragen. Ja, da wird's doch safe irgendwie so 2-Stunden-Dinger geben oder was, die ich jetzt einfach anmachen kann. Vielleicht. Ja. Ich will es auch eine Stunde. Funktioniert. Guck mal, ob das von der Lautstärke passt. Please. Okay. Ist super leise.
Mach es ein bisschen lauter. Ja. So. Noch ein Ticken leiser als das vielleicht. Leiser? Ja, ein Ticken leiser. So. Warte. Ja, ich würde sagen, das ist okay. So ist es im Hintergrund. Oh, man hört es noch. Nice. Das ist gut. Alles ist klar. Erstmal hier wieder zurechtkommen mit dem Spiel. Ich habe so ewig keinen Shogun mehr gespielt. Was haben wir denn hier jetzt alles Schönes? Also das sind wohl meine zwei Provinzen hier, ne? Was erforsche ich denn eigentlich direkt? Ich bin eigentlich früher immer erstmal für so ein Farming-Rush gegangen, dass ich quasi immer meine Farm gut ausbauen konnte. Aber ich weiß nicht, ob das hier so viel Sinn macht. Keine Ahnung. Ich probiere es einfach mal. Ah, wobei, ist schwierig. Ich gehe gerade mit Rechtsklick einfach durch die ganzen Gebäude durch und schaue mir mal an, was hier überhaupt so abgeht. Ich meine, wir hatten immer erstmal Steuern erhöhen, soweit es geht. Oh, ich habe so ein, ich habe sogar drei, sehe ich gerade. Drei Sachen und einer davon ist eine Insel, drei Provinzen. Hast du schon die Steuern erhöhen? Ich hab den OP-Clan gegönnt. Ja, Mann. Erstmal irgendwie gerade so gebaut, dass ich jetzt. Ah, da habe ich eine. Ah, das ist nicht mein Clan. Ich bin blöd. Ich habe gerade versucht, in nicht meiner Provinz irgendwas zu bauen. Okay, das habe ich hier. Ist hier so dämlich. Ich bin echt blöd. Aha. Was ist denn ein. Artisans? Ah, Fletcher Paper Mills. Artisans sind Handwerker. Ach, Handwerker, okay. Und was bringen mir die? Also hier kann ich jetzt quasi. Hier kriege ich dann mehr Gold. Mehr Gold, also hier gebe ich 300 mehr Gold bei dem, hier kriege ich 200 mehr Gold. Hier würde ich 5 Accuracy für alle Units, die in der Provinz rekrutiert werden, kriegen. Und hier sind es 10, da bin ich aber fast die 10 eher. Aber da kriege ich mehr Luxury Guts. Da werde ich nämlich vielleicht das eher fast. Was kann ich noch hier machen? Hier kann ich gar nichts machen. Aber hier habe ich einen Hafen. Ah gut, Hafen habe ich aber überall, ne? Actually, okay. Nee, hier kann ich. Aha. Ich brauche mal mir. Erstmal wieder reinkommen, ganz schön. Ja, erstmal wieder reinkommen. So, mit wem von denen bin ich eigentlich im Krieg hier? Das ist eine gute Idee. Ah, das ist, by the way, dein Zug, gell? Wir ziehen nicht gleichzeitig irgendwie. Wie, wir ziehen nicht gleichzeitig? Wir ziehen nicht gleichzeitig. Ich kann aktuell noch nicht. Ach, stimmt, das war ja vor dem. Ich glaube, du kannst nur der Militär nicht ziehen. Du kannst bauen, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, ich kann auf jeden Fall auch nicht auf Diplomacy gehen und so weiter. Oh Gott. Ja, außerdem merke ich gerade, ich sollte vielleicht nächsten Zug anfangen, mal ein bisschen. Meine Bauernhöfe auszubauen. Also ich kann schon Sachen ausbauen, ich kann aktuell nur noch kein Militär ziehen, das ist richtig. Das ist natürlich ein bisschen lästig, aber gut. Genau, ansonsten in Japan sind wir jetzt hier oben. Kann ich das hier größer machen? Ja. Ich bin einfach. Der Lars hockt irgendwo hier, glaube ich. Ich habe 5 Vasallen und 3 Verbündete. Ich kann einfach nicht expandieren. Hey, ich sitze hier eigentlich auch straight an so einem. Kann ich hier schon. Ah, ich baue mal meinen Hafen direkt aus, weil ich hocke nämlich direkt an so einem. Handelspunkt hier, wo ich einfach so ein Schiff reinstellen kann. Ah, das ist sogar einfach. Meine Provinz ist auf einem Handelspunkt. Das ist ja eine Inselprovinz, das ist ja wild. Natürlich Glück für dich. Ich hätte auch gerne so viel Glück. Ja. Ich würde ganz gern alle meine Vasallen einfach feuern und dann erobern. Bin ich ehrlich. Uisugi Kenshin. Uisugi Kenshin ist 15. Du hast auch so viele Vasallen oder was? Ich habe gar keinen Vasall. Ja, ich habe 5. Das schränkt mich voll ein. Wieso hast du denn 5 Vasallen? Erklär dir doch einfach den Keine Krieg. Ahnung. Du kannst ja, dann sinkt doch die Ehre von meinem Daimyo. Und das zackt. Ach so. Weil Ehre ist doch voll wichtig in dem Spiel. Ja, okay, verstehe. Aber ich habe einen Gegner, glaube ich, ein bisschen, oder? Not sure. Kein Plan. Nee. Doch nicht. Ah, stimmt ja. Ich brauche ein bisschen Frontline, würde ich sagen. Portieren wir hier mal ein bisschen. Okay. Bauen wir das hier aus. Ich brauche das hier für die.
Heinis. Ja, gut, machen wir. Du hast eine Merchant Colony, das klingt doch cool. Das ist gerade ganz schön spannend, glaube ich, für den Chat, wenn man nur mich sieht und ich nichts mache, Lars. Yeah. Kann ich auch nichts für wirklich. Musste. So. Bauen wir hier Stuff aus. Handeln mit irgendwelchen Leuten. Ich schau mir jetzt mal an, was sich da gleich am ehesten lohnt hier als Handwerker. Mhm. Ich glaube fast. Scheiß auf die Genauigkeit der Units, die ich da ausbilde in der Provinz. Ist das meine Hauptprovinz? Wo sehe ich denn das? Was ist meine Hauptstadt eigentlich? Die hat so ein Symbol links neben dem Namen. So ein Haus. Ah, okay, das ist actually nicht mal meine Hauptprovinz, in der ich das bauen kann. Ja, dann scheiß drauf, dann baue ich einfach so, dass ich hier mehr Wohlstand krieg und mehr Exporte machen kann daraus. So, jetzt bin ich dran. Jetzt kann ich erstmal schauen, was ich hier mit wem. Oh, ich habe direkt schon einen Krieg, okay. Ah, ich habe tatsächlich auch Vasallen, sehe ich gerade. Der direkt links neben mir ist ein Vasallen, der links davon ist auch nochmal ein Vasall. Ist auch gut, dann weite ich mich einfach in die andere Richtung aus. Der ist auch ein Vasall von mir. Was bringt mir das für Vorteile, dass das Vasallen von mir sind? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung mehr. Die sind mit mir verbündet, okay. Mit dem bin ich im Krieg, die grenzt sich nicht mal an. Ich bin mit den Mori im Krieg. Die ergreife ich jetzt einfach dann an. Die kann ich auch angreifen. Die auch, aber mit irgendwem davon handle ich jetzt zunächst mal. Ich glaube, mit denen handle ich jetzt erstmal. Na, kann ich nicht, ich habe keine Handelsdinger mehr frei. Oder? Erstmal Technologie angucken. Also doch. Hier muss ich das ja machen, ganz blöd. Ja, das stimmt. Ich erinnere mich. Oh, der will nicht. Wieso will der nicht? Dann probieren wir mal den. Das bringt, glaube ich, schon relativ viel Gold. Und ist eigentlich immer free, oder? So Handelsabkommen. Na, guck, der will. Die Handelsabkommen sind, glaube ich, cool. Die will ich jetzt eigentlich, glaube ich, angreifen. Was sind meine Provinzen nochmal? Die zwei hier. Will ich den ja eigentlich jetzt demnächst mal angreifen. Dann brauche ich das jetzt nicht machen. Oder ist es egal? Ich kann ja eigentlich bis dahin auch noch mit dem handeln und ihm dann einfach sein Zeug wegnehmen, was ich ihm geschenkt habe, oder? Geht auch, ja. Easy. Ja, ansonsten habe ich ja dann nicht mehr wirklich was. Aber geht. Macht überhaupt nichts. Mit denen bin ich noch im Frieden. So, wie hießen die jetzt nochmal? Lass mich nochmal kurz schauen. Die ich jetzt angreifen wollte. Ich bin der da. Und die wollte ich nicht. Ich wollte... Die will ich als erstes angreifen. Urakami heißen die. Ah, das sind die hier. Mimasaka heißt die Provinz. Die kann ich wahrscheinlich direkt schon reinmarschieren sogar. Ich glaube, ich warte noch eine Runde. Das hier war cool. Schauen wir erstmal, ob ich ein Kind habe. Ach, stimmt, Familie. Gibt's ja auch noch. Muss ich mir auch nochmal angucken. Ja, ich habe einen Sohn. Der ist 18 Jahre. Der ist schon ein General von mir, Herrnmann. Jetzt ist meine Frau schon 35. Okay, da sieht man noch gar nichts und das ist meine Summary. Ja, komm dann, Alter. Ich würde sagen, direkt mal an die Grenzstellen. Und nächste Runde. SBNGL Fun schreibt, ich fühle mich gerade wie ein echter Shogun 2, beziehungsweise wow, ich fühle mich gerade wie ein echter Shogun 2, dankeschön. Deswegen spielen wir das Spiel, weil da fühle ich mich nämlich genauso. So, jetzt gehen wir da hier diese 1000 Clans einfach durch. Es sind ja sogar noch mehr als im Base Game, aber... Das ist so richtig schön am Lecken, wenn da irgendwas... Wenn da irgendwas direkt neben dir passiert, das leckt so richtig schön bei mir. Ja. Das altes Multiplayer-Spiel von vor 10 Jahren. Sag mal, nervt die Musik eigentlich? Weil mich fängt sie langsam an zu nerven. Chat, nervt die Musik? Soll ich die Musik mal ausmachen? Diesmal ein bisschen zu... Ich will ja eigentlich eher so eine Chill-Stimmung haben. Und diesmal ist gerade so ein bisschen zu wild hier. Eine Fresse sind das viele. Alter, der geht ja immer noch durch. Wir sind erst bei D. Hä? Ja, das ist ja richtig beschissen. Ich meine, die werden jetzt die nächsten 10 Runden, wenn die sich jetzt halbieren. Nicht alphabetisch.
Doch, oder? Nee. O kam nach N. Ja, ist ja richtig. Ah, da war aber nochmal ein N zwischendrin. Hä? Hä, okay, das ist ein bisschen weird. Egal, das ist die nächste Runde, nur noch die Hälfte der Clans oder O kommt echt nach N. Irgendwie war ich überzeugt davon, dass N nach O kommt. Nee. Reden wir nicht drüber. Okay, also ich habe auf jeden Fall keine Nahrung. Da bauen wir jetzt erstmal aus hier. Wo ist denn überhaupt mein Gegner? Ich dachte, der wäre hier direkt neben dran. Ah, nehmen wir noch kein Gold, ne? Nee, man ist schon sehr, sehr arm am Anfang vom Game. Brauche ich halt auch nicht, ne? Patagosa. Ja, dann spare ich jetzt, glaube ich, die Runde. Zunächst mal. Wieso haben wir eigentlich immer noch Winter? Haben wir noch Winter? Wir haben. Allah, hast du. Winter. Ja, du bist. Wieso? Wir haben noch im Herbst angefangen. Nee, oder? Keine Ahnung. Wer ist ihr? Ihr seid die China. Ihr mögt mich eigentlich. Aber mach mal die. Versuch mal deine Militärzüge zunächst immer erst in deiner Runde zu machen und dann die. Die Gebäude bauen und so. Ich mach grad Diplomatie. Ich mach das schon so. Okay. Gebäude bauen kannst du auch, wenn ich dran bin, by the way, genau. Und auch. Ja, genau. Was sag ich hier gerade? Auch mal Truppen ausbilden. Muss by the way hier, glaube ich, schon wieder runtergehen mit der Steuer. Ich hatte ja gehofft, dass die Jungs mir hier genug zahlen wollen, aber wollen sie scheinbar nicht mehr. Oh, 300 weniger mache ich da gleich mit. Ich glaube, das ist nicht so gut, was ich hier eigentlich gerade mache. Was ist eigentlich mein Ziel? Was will ich denn eigentlich haben am Ende? Also ich finde immer diese Samurai hier sehr, sehr geil, diese absoluten Premium-Samurai hier unten, wo du immer nur so 15 oder so in einer Truppe drin hast. Ja, bis du die hast, dauert halt ewig. Und eigentlich musst du parallel dazu wahrscheinlich zwischendrin nochmal den Way of Chi bauen, damit du halt Nahrung und so weiter auch gewährleistest, I guess. Ich habe schon einen kompletten Plan. Da habe ich nochmal ein paar Bogen Ashigaru ausgebildet. Bei die sammle ich zunächst mal. Allerhaupt, declare war, let's go for it. Ah! Ja, guck mal, ich habe ja so viele Verbündete. Der hat irgendeinen Verbündeten, der ist mir jetzt aber egal, wer das ist, ab dafür. Ach scheiße, wieso bin ich denn im Winter jetzt bei dem reinmarschiert? Das war ja komplett dumm. Weil du dämlich bist. Das war ja jetzt komplett blöd, was ich da gerade gemacht habe. Ach Gott, bin ich dumm. Soll man meine Straßen ausbauen? Wieso kosten denn die Straßen 850? Was sind das? Straßen sind wichtig und teuer. Das ist insane teuer. Ich kann sogar auf meiner Insel kann ich Straßen bauen. Das ist ja, glaube ich, so rausgeschmissenes Geld. Na gut, dann. Wahrscheinlich. Viel machen kann ich hier actually nicht. Mit wem bin ich jetzt eigentlich noch im Krieg? Ah, die kenne ich noch gar nicht. Dem seine Verbündeten hier. Den kann ich theoretisch noch handeln. Ah, die hatten das letzte Mal abgelehnt. Komm, wir fragen es einfach nochmal an. Hey, jetzt will er. Komischer Typ. Na egal. Gib mir nochmal ein bisschen mehr Gold. Okay, probieren wir das mal so. Genau, das ist es, ne? Let's go. Next Rund. Ich konnte wieder nichts machen. Außer meine Truppen in den Winter schicken. Während des Winters ins gegnerische Gebiet schicken. Ja, das war aber auch einfach ein bisschen blöd. Ja, das war selten blöd. Ich hatte halt noch im Kopf, dass letzte Runde Winter war. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch an der Extended Edition liegt. Kann sein. Ich weiß es nicht. Ich habe das noch nie gespielt. Ich weiß, dass wir anfangen müssen, ein paar von den Clans auszulöschen. Sonst dauert das hier wirklich ewig. Ich mach mal die Musik ein Stück leiser. Ja, es dauert das hier wieder eine halbe Ewigkeit. Aber ein paar Clans gehen ja kaputt die ganze Zeit. Ja, was ist denn dein Plan so? Du bist wer nochmal? Die Amago. Ich weiß allerdings auch nicht, was die machen. Die Amago, das ist eine gute Frage. Da kannst du auch rausfinden, oder? Wenn du auf deinen Clan rechts unten klickst, auf Clan Management. Ja? Ja, dann siehst du Clan Traits. Ah. Und dann sehe ich, was der kann. Ja, guck mal. Muss ich mal gleich da reinschauen. Kann ich jetzt gerade aktuell noch nicht? So, was bauen wir denn jetzt hier aus? Ja, du hast recht, wir haben immer noch Winter. Das dauert das 3 Jahreszeiten dann, oder was, wahrscheinlich?
Vermutlich. Ich glaube, ich wollte nur einfach den hier nehmen, ne? Ich brauche ja ein bisschen Gold auch. Komm, machen wir das so. Das kann ich mir wieder nichts leisten, ist gestört. Da habe ich jetzt in der Runde eine größere Burg hier in meiner Hauptstadt, das ist wichtig. Die würde ich eigentlich gerne in den anderen Städten auch noch bauen. Und hier oben will ich noch relativ bald einen Hafen haben. So ein Trading Port, damit ich so ein schönes Schiff da einbauen kann. Wie kann ich denn Sachen demolischen? Ah, hier. Die geben mir, glaube ich, auch viel, ne? Was geben die mir denn? Ah, genau, man rusht ja diesen Hafen hier, damit du Trade Ships bauen kannst. Ich erinnere mich wieder. Genau, aber was bringt dir diese, also wie viel bringt dir jetzt so ein Trade Ship oder ein Hafen oder ein Trade Ship an einem Hafen? Hauch, eine Ahnung. So. Das soll ich erobern, by the way. Diplomatie? Das ist ja übel weit weg. Ach du Scheiße. Victory Provinces. Wir müssen gar nicht Kyoto holen. Wir müssen einfach die Hauptstadt vom anderen holen. Ja. Wild. Ja, damals war Multiplayer noch nicht so ausgereift. So, selbst wenn du 1000 Provinzen hast und ich deine Hauptstadt erobere und sonst noch eine hab, gewinne ich. Ah, wild. Okay, gut, mal gucken, was wir an Truppen hier verloren haben. Passiert den Besten. Jetzt marschieren wir da erstmal direkt ein. Let's go. Ach du Scheiße, Alter, die haben ja richtig Leute, die belagere ich. Wieso sind wir denn immer noch im Winter? Das ist ja wild. Ja, wir sind ja noch im selben Zug. Truppen abgezogen. Jetzt bist ja nur du dran. Ja, teile ich es by the way. Dann machen wir mal die Naginata, die will ich haben. So. Wait, du hast schon Naginatas? Warum hast du denn schon Naginatas? Ne, die erforsche ich gerade. Ah. Ich habe auch gerade einen neuen Clan entdeckt. Da kann ich aber nicht mit denen handeln. Ah, mit denen bin ich glaube ich im Krieg, oder? Ah, ne. Ah, ne, die habe ich entdeckt, aber ich habe keinen Platz mehr zum Handeln. Oder ich glaube keine direkten Landverbindungen oder so. Aber irgendwas wollte ich noch bei Clan-Management machen. Wo stand das dann dabei? Ah, hier. Ja. Clan-Trades. Ah, meine Mezuke sind besser. Okay. Sonst noch was? Da ist irgendwie nicht so viel. Nee, ist tatsächlich nicht so viel. Ich krieg ein bisschen mehr Rüstung. Das ist insane. Nee, plus one to unit armor, ist das... Ja, ich glaube, die meisten Units haben nur irgendwie ein oder zwei Armor. Ah. Warte, guck mal. Ja, die Ashigaru haben... Ah, oh, das lässt es tatsächlich zwei gut. Zwei Armor. Du gehst von zwei auf drei Armor. Das ist halt echt 50% geil. Mehr Armor. Und hier, improves the rate at which all arts are mastered. 10%. Oh, das ist cool. Das ist geil. Ist einfach schneller. Das ist echt gut, ja. Okay, dann fertig mit der Runde. Warum rücken der hier seine Truppen an meine Grenzen? Das ist seine Mission. Oha. Okay, also da wurde auf jeden Fall jetzt nochmal ein Krieg. Ne, wurde nicht zerstört. Ich dachte, die haben den einen Clan zerstört. Ich glaube, die Mori, die gibt's nicht mehr lang, du. Sehr schön. Ja. Kommt da gleich am Eck. Großer Clan zerstört. Okay, jetzt gibt's das erste Battle. Da kannst du, by the way, zuschauen, ne? Ja. Okay. Sollte ich eigentlich gewinnen, oder? Ich jetzt auf Spectate? Ja. Ja. Du kannst jetzt, glaube ich, kann ich dir theoretisch sagen, dass du den Kampf für die anderen spielen sollst? Nee, das hätte ich klicken können, wenn ich will. Ach so. Wollen wir das anmachen oder grundsätzlich machen oder nicht? Ich würde sagen, nee, oder? Sonst wird es super schwer, irgendwas zu machen. Ja, ich glaube auch, sonst kommst du nicht voran. Ja. Ich mache jetzt mal im Hintergrund die Musik aus, weil jetzt haben wir auch In-Game-Sounds, wo auch ein bisschen Musik dabei ist. Und die will ich an sich schon hören. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ich werde jetzt mal nicht so arg viel reden, weil ich will ja, dass Lars nicht meine Strategie kennt. Nee, du musst das kommentieren. Ja? Geht ja hier ja um die Viewer, klar. Nee, wir haben 37 Viewer und du musst denen jetzt erklären, was du machst. Ich glaube, wir spielen das actually wie folgt. Außerdem kann ich auch einfach in den Stream gucken, dann sehe ich genau, was du machst. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Aber mach mal bitte also, nicht, das wäre unfair. Ist mir nur gerade so aufgefallen.
aber erklär doch, was du jetzt hier machst gegen die KI. Warum stellst du jetzt deine Yari Ashigaru auf, sodass sie nach innen schauen? Guckst du ernsthaft in den Stream jetzt, Alter? Ich sehe, was du machst. Ich bin Spectator auf dem Battle. Ah, du bist der Spectator. Achso, ja gut, dann kann ich dir das echt erklären. Schau mal eine Yari Ashigaru nach innen. Ja, die oben. Achso, ja genau, ich spiele ja gegen die KI. Da bräuchte ich dich ja gar nicht... Stimmt, ich war gerade sehr sicher, dass du... Das genau, ich will die hier ein bisschen im Wald lassen. Ich werde die jetzt auch gleich ein bisschen nach vorne schleichen lassen. Hier so vorne hin. ich will, dass die halt quasi in meine Bogenschützen hier versuchen reinzurennen. Die schütze ich dann halt quasi mit so meinen Yari Ashigaru. Die rücken dann aus und machen dann halt ihre Schwere nach vorne. So, und ich will halt, dass die hier sich so ein bisschen im Wald verstecken können. So Spectaten ist bei dem Spiel sogar echt cool, weil diese 1v1s so schön sind. Die siehst du, kannst du bei deinen eigenen Kämpfen gar nicht anschauen. Aber jetzt, wenn du kämpfst, kann ich mir das einfach alles anschauen. Oh lol, die werden jetzt gerade gesehen. Ups. Naja, passiert den besten. Vielleicht sollte ich dann den hier mal eher so hin und den hier mal eher so hin. Die will ich keine Formation lassen. Die Bogenschützen nicht, die dürfen nicht in Formation sein. So, was haben die denn da jetzt und wie kommen die? Mit zwei Bogenschützen, drei Yari Ashigaru und das sind ihre... Oh, die müsste ich echt fokussen, glaube ich. Die müssen schnell sterben hier vorne. Die sind gut. Da vorne... Oh ja, die Retainer sind scary. Hm. Die kämpfen besser als deine Dudes. Oh, ich hoffe, dass der nicht so früh die im Wald entdeckt hier hinten. Weil sonst sind die nicht instant tot. Ich hoffe ja natürlich, dass du einfach richtig halt auf die Schnauze kriegst, ne? Ich glaube, actually, ich muss die hier abziehen, oder? Guck mal, der marschiert genau auf die zu. Tschüss. Ja, sieht ein bisschen aus. Wann bist du in Range vom Bogenschützen? Ah, warum sind die so schnell? Ich renne lieber mal. Weil die auch rennen. Aber deine Bogenschützen sind jetzt in Range. Schieß doch, ihr Loser! Boom. Guck mal, es ist schon 3 getötet. 4 von 60. Ja? Oh mein Gott. Sie kommen immer näher. So, 7 von 6. Ich glaube, die killen jetzt deine Bogenschützen, ne? Nein. Die killen meine Bogenschützen nicht. Reicht das in Time? Gerade so, oder? Easy. Die Jungs kann man bei Uber wieder ein Stück zurückziehen. Weil das reicht, wenn ich dann. Die Animationen sind so nice. Sind die jetzt schon alle im Kampf hier, oder was? Ah, by the way, die können ja einfach mal drauf, oder? Was ist mit denen hier? Let's go, ab dafür. Und ihr auch. Die brauche ich hier hinten allerdings noch, weil da kommt nämlich gleich der Kollege mit seinen Reitern wahrscheinlich, schätze ich. Macht den mal hier. Rennt mal, Jungs. Motiviert die Jungs mal. Sollen wir hier so ein bisschen in Reichweite bleiben? Okay. Warum sind die Retainer denn so kacke? Kämpft mal besser, Jungs. Ah, die haben ja nur ihre Dinge hinten dran. Oh mein Gott, da muss ich vorrücken. Ich bin gerade leicht überfordert mit der ganzen Situation hier. Aber es funktioniert, glaube ich, halbwegs. Actually. Okay, aber die überleben das, glaube ich. Bleiben die dabei? Verliere ich meine Truppe jetzt gleich? Wird weiter geschossen. Sie schießen zurück. Ich meine, ich habe die jetzt alle... Hä, die gibt's ja alles noch, aber warum haben die denn so ein kleines Fähnchen hier hinten? Ich liebe diese Stimme. Wie sie einfach nur das Japanische... The battlefield. A shameful display. Hä, die sind ja noch alive. Warum sind meine Flaggen so groß und die von denen so klein? Das verwundert mich. Die ist hier komplett auseinandergenommen. Überhaupt nicht wahr, oder? Ich weiß es nicht. Ich schaue immer nur die 1v1s an. Weil ich sag's einfach mal, um deine Selbstvertrauen zu zerstellen. Dein General wird gerade vom Gegner-General auseinandergenommen. Oh. Weg. Hey, als ob ich da wirklich... Großartig. Aber muss man ehrlich sagen, ich war mir sehr sicher, dass ich die da vorne irgendwie auch schon besiegt habe, weil die so klein waren. Pisst euch. Musst du besser gucken. Was ist denn, wenn ich die einfach wieder sammeln lasse hier hinten? Kann ich die dann wieder da alle motivieren oder so?
Ach, du hast mehrere Generäle, I see. Zwei, also jetzt habe ich gleich nur noch einen, aber... Ja, ich wollte gerade sagen, dein einer wird komplett hops genommen. Das sind Bogen-Ashigaru, wieso... Ah, das ist der General vom Gegner, by the way. Boys, sammelt euch. War das jetzt eine gute Sache? Ich weiß nicht genau. Warum chasen denn deine Heinis da links so? Ja, die kämpfen hier irgendwie mit den Bogen-Ashigaru zusammen gegen den General von denen, weil warum nicht? So, nee, ich meine die im Wald stehen. Dein anderer General und so. Ja, die hier sind weggerannt da vorhin. Warum rennen die schon wieder von der Battlefield, Alter? Bleib doch mal da. Shameful! Oh oh. Ich schicke jetzt einfach mal einen General da mal rein. I mean, du hast noch genug Leute, das ist reicht. Guck mal, das sieht aus, als ob die wegrennen. Ah, die rennen auch weg, oder? Wer? Die Gegner, bin mir nicht sicher. Ja, der Gegner ist schon General. Warum ist der General in die Yari Ashigaru rein? Mach mal bitte nicht. Weil du es ihm gesagt hast. Nee, der macht es automatisch, weil die zu nahe gekommen sind. Ah. Oh Gott, ich verliere meinen Sohn. Ich habe meinen Sohn verloren. Ah, die rennen auch weg, guck mal. Noch. Die rennen einfach auch weg. Ja, uff, druff. Jungs, Abfahrt. Ah, yeah. Also, ich boah, will ja jetzt nicht sagen, uff. Aber clean war das nicht. Ja, warte mal ab, wie du das da später machst, gleich. Auto-Resolve. Ja, ich muss erstmal hinkommen, mein Kriegstarget ist übel weit weg. Guck mal, da hinten ist er. Der General von den Gegnern? Ne, von mir. Also nur das Pferd von mir. Hast du es doch hingekriegt. Hab ich gewonnen? Ja, du hast gewonnen. Aber die rennen ja jetzt alle wieder... Ich muss ja jetzt eigentlich... Ich kann nur End Battle machen. Ich wollte die eigentlich noch ein bisschen chasen, dass die nicht so viel Truppen wieder in die Burg stellen können, aber... A costly victory, sagt das Spiel. Das kann überhaupt nicht sein. Amazing. Huch, wo ist meine Kamera? Okay, die Jungs habe ich komplett verloren. Aber wenigstens lebt mein Sohn noch. Oh Gott. Kills. Am meisten Kills haben meine Yari Ashigaru geholt. Ja, schon. Ja, die sind ja auch OP. Die sind stark gewesen. Aber das Problem ist, ich kann die jetzt gar nicht einnehmen, oder? Was macht denn der Kollege hier hinten? Ah, der ist mit mir verbündet. Nicht, dass der jetzt mir die Burg da wegnimmt. Oh ja. Oh je, Mine. So viele tolle Möglichkeiten in diesem Spiel, Sachen abzufacken. Aber ehrlich. Hast du den Stream gerade offen? Im Hintergrund, ja. Okay. Du siehst ja den Chat auch gelegentlich. Nee. Perfekt. Ich hab nur einen Monitor. Bei dem Mori brennt aber auch jede Burg. Okay. Wie viele Leute habe ich denn davon noch über? Nicht so arg viel. Aber da ist auch nicht mehr so arg viel von denen. Und da kommt mein Mann. So. Dann bewegen wir uns jetzt hier mal Richtung Kampf. Ich brauche eigentlich mehr Reis. Scheiße. Vielleicht kann ich Reis und einen Hafen? Nee, ich kann nur Reis oder gar nichts. Weil da kriege ich noch Reis. Kann ich aber hier jetzt ehrlich gesagt kann ich nichts machen. Hier kann ich vielleicht höchstens mal. Aber ich kann maybe nochmal hier so eine. Von Yari Drillblotz oder so machen. Außer ein Schwert. Immer noch im Winter. Das ist gut. Haben wir irgendwie nur in einer. Spielen wir irgendwie das ganze Game in einer Jahreszeit oder wie ist das? Glaube nicht, das würde auch nicht so viel Sinn machen. Aber fühlt sich ein bisschen so an, oder? Mhm. Kann man die Texas erhöhen? Nee, schade. So. Ah, das ist natürlich auch gut. Damit zahle ich weniger Geld für meine Army. To Clan-wide Happiness ist auch wichtig. Ist schön teuer alles hier. Ja, ja. So, ich habe meine Technologie jetzt aber geresearched. Da kann ich mir Schiffe bauen. Oh!
Ich habe Hungersnot tatsächlich, dummerweise, jetzt in meiner Hauptstadt. Aber ich habe allerdings auch, da jetzt diese Runde theoretisch, nee, nächste Runde habe ich jetzt mein Ding fertig. Okay, das sind so ein paar. Oder sind zerstört, by the way. Ist ein bisschen unhistorisch, aber why not? Habe ich jetzt nächste Woche habe ich jetzt hier meine Felder, deswegen geht das dann, glaube ich, da auch mit der Hungersnot danach besser. Da habe ich noch drei Runden drauf. Und jetzt könnte ich theoretisch einfach mal diese Stadt hier einnehmen, oder? Komm, das mache ich. Mache ich das automatisch? Ich habe nicht mehr so viele Leute. Kann ich nicht einfach weiter belagern? Turns until starved out, 2. Ja, dann Aber dann bleiben nimmt sie mir der andere unverbraucht. Kollege da hinten gleich das Ding weg. Kann ich da einfach einen automatisch. Ich mache einfach einen automatischen Angriff. Das ist, glaube ich, kein so spannendes Battle hier. Ja, das sieht irgendwie ein bisschen eindeutig aus. Ich weiß nicht, ob das so eindeutig ist, Oh, aber. never mind, du verlierst über viele Dudes. Ja, 100 Leute habe ich verloren. Und 300. Was? Das war dumm. Oh Gott. Siehst du das? Nee, ich sehe nicht das Ergebnis. Ich habe nur. Boah, ich habe meinen Sohn verloren. Honestly, das ist ja Du richtig hast deinen behindert. Sohn getötet. Ich habe meinen Sohn Du verloren. Mörder. Scheiße, Alter. An honorable death. Oh, was ist das für Scheiße? Aber auch wieder wie hier, guck mal. Ich kann jetzt diese Provinz annektieren, dann kriege ich nur minus 6 Zufriedenheit. Na, Wahnsinn. Ja, das ist ja nur für einen Turn oder so. Danach hat sich's ja wieder. Ja. Aber Scheiße, mein Sohn ist gestorben. Das ist meine neue Winter. Provinz. Ich habe Eisen jetzt. Cool. Urakami zerstört. Und ich habe zwei neue Clans entdeckt. Das ist halt jetzt echt bitter, ne? Ah, und ich kann meinen General upgraden. So, was gebe ich ihm denn hier? Ich glaube, ich nehme die Range hier. Ich krieg 10%. Ich kann jetzt die Wahl zwischen 10% mehr Reichweite auf der Map unter dem General oder dem seine Melee Defense ist halt stärker. Aber ich würde sagen, ich nehme einfach die Reichweite und das gleich Würde doppelt. ich auch machen. Das ist gut. Und dann gucken wir mal, was er für ein Kostüm kriegt. +1 to command when defending on land. Das ist gut. Oder +1 happiness in province where this man is present. Present. Gute Frage. Nee, oder nehme ich doch. Defending. Weil die Moral war irgendwie schon ein Problem gerade bei mir. Ich weiß auch nicht genau. Das ist ein Scheißdreck, ey. Das ist jetzt meine Provinz. Jetzt muss ich aber nochmal gucken, was ich handeln kann. Ich kann bestimmt handeln. Wobei, das sind jetzt meine. Die will ich ja jetzt wahrscheinlich als nächstes einnehmen, ne? Egal. Sehen nicht, was abgeht, also keine Ahnung. So, we are done. Perfekt. Die nehme ich auch als Handelspartner entgegen. Und auch die Matze da nehme ich als Handelspartner. Wollen die? Ja. Das freut mich, weil das ist gut. Und da kann ich auch noch, oh, mit den Show kann ich auch noch handeln. Komm. Go for it. Nice. Die wollen alle mit mir handeln. Bringt das eigentlich was, wenn ich mit denen. Also, es bringt es ja eigentlich immer nur positiv, wenn ich mit denen handel, oder? Ja. Die haben auch Bock. Ich habe richtig viele Handelspartner jetzt. Ich mache jetzt 2700 Gold pro Runde. Aber Ich actually mach sollte ich die hier erstmal. 1800. Ei, Genau, so. Ich kann allerdings jetzt nichts mehr machen, außer vielleicht noch ein paar Leute ausbilden. Das mache ich actually noch. Ja, ich brauche noch mal ein paar Yari-Ashigaru. Die sind jetzt alle kaputt bei mir. Ich habe jetzt nur noch Bogenschützen. Huch, Ally attacked. Das klingt sehr geil, das Game. Mit welchem Strategiespiel kann ich das vergleichen? Fragt Ochi. Das ist halt die ganze Total War-Reihe. Da gibt es einige, ne? Da gibt es Richtig. Total War Rome, ist glaube ich noch relativ bekannt. Momentan ist Total War Warhammer so das Hauptding. Ah ja, Das macht Warhammer extrem viel Spaß. Das ist so ein bisschen Fantasy, ne? Ja, richtig. Genau. Das spiele ich momentan auch im Singleplayer. Das ist echt cool. Also an sich ist das halt einfach ein generell sehr, sehr geiles Spiel, weil du hast halt hier so die Map, die du halt Stück für Stück eroberst und du hast halt diese echt, also wie nennt sich diese Kämpfe? Wie nennen die sich? So Open Field? Keine Ahnung. Real-Time Strategy, Ja, irgendwie also sowas. Echtzeitkämpfe. Ein sehr, sehr cooles Spiel. Ich würde dir eins von neueren empfehlen. Also Shogun 2 ist schon extrem gut, aber man merkt halt auch, dass das Game 10 Jahre alt ist inzwischen oder 11. Ackermatch, sagt einer, heißt das Ding. Ja.
Ist ein Ackermatch. Hey! Wieso sind die denn jetzt auf meinem Handelsplatz hier da oben? Was sollen die Scheiße? Guck mal, das ist meine Provinz hier. Und hier kannst du einen Handelsplatz, hier kannst du ein Schiff reinstellen, da kannst du handeln. Aber die Wichser stellen einfach ihr Schiff rein. Die kriegen erstmal auf die Fressklei. Welche sind denn das? Ah, hier sind auch noch meine Verbündeten. Aber nicht mehr lang jetzt, ne? Das ist schwierig. Wie viele Provinzen haben denn die Mori noch? Die haben zwei Provinzen, glaube ich, hier oben. Machen wir mal die Karte groß. Das ist die Mori und das sind die Mori. Das hier unten ist, glaube ich, ein anderes Rot. Das ist ja. Das sind die Kobayakawa. Kann ich nicht. Also scheint sind die Mori doch gar nicht kaputt. Es ist Frühling. Es ist Frühling, finally. Okay, baue ich die Burg hier direkt aus? Eigentlich ist es immer gut, Burgen auszubauen, aber die sind so teuer. Ich weiß nicht, ob ich mir das aktuell noch leisten kann. Oh, Eisenmine gibt halt echt Geld nochmal, ne? Ja, klar. Haha, weggejagt. Und jetzt nehme ich deine Stadt ein, du Loser. Das ist saugeil, das mache ich, glaube ich. Ah! Spectate. Einfach immer auf Spectate. Ja, ja, ich habe gerade gesucht, wo steht. Okay, du hast tatsächlich eine ziemlich große Armee. Wie hast du das gemacht? Einfach ausgebildet. Grad... Okay. So. Also ich würde dir auch hier schon Shogun 2 empfehlen. Ich finde das nach wie vor das geilste. Shogun, das geilste Total War. Hast du die anderen gespielt? Ich habe Rome gespielt und ich habe Warhammer gespielt. Und ich finde an sich eigentlich Shogun schon am besten noch. Aber ich habe die auch nicht viel gespielt. Ich habe vielleicht so 2 Stunden gespielt. Also Warhammer ist großartig, finde ich. Ja? Ja. Okay. Also Shogun 2 kannst du dann auch nur zu zweit spielen, glaube ich. Das ist inkorrekt. Echt? Wir konnten das bisher immer nur zu zweit spielen, oder? Ach so, ah, Maxim. Ja, ich dachte, das war gerade ein Joke, weil es Shogun 2 ist. Ja, Multiplayer geht nur zu zweit. Ja, dann ist es ja nicht inkorrekt. Ja, ich dachte, weil du immer so schlechte Witze machst. Achso, nee. Es gibt keinen Singleplayer, weil es ist Shogun 2 und du musst es immer zu zweit spielen. Bist du eigentlich jetzt schon in-game? Weil bei mir lädt es nicht, du. Ich? Ja, ich kann mich einfach frei auf der Map bewegen und ich. Ja, das ist normal. Nein, also auf der großen Karte. Ich sehe dein Match nicht. Mein Kampf ist schon rum. Ich hab doch auto-resolved. Ach, du hast auto-resolved. So kleines... Oh mein Gott, ich warte die ganze Zeit, dass der Kampf losgeht. Der war nur so ein kleines Kackding. Wow. Ich sollte vielleicht die Straßen hier ausbauen, das glaube ich ganz gut. Eigentlich brauche ich wieder ein bisschen, wobei ich kriege ja hier bald wieder einen neuen Bauernhof. Was hat denn der eigentlich Schönes hier in seiner Provinz? Der ist jetzt noch weiter westlich hier. Eine Händlerkolonie. Die Ikuiki, ja, die sollte ich killen, so schnell ich kann, ne? Ja, die kommen eh wieder. Wie, die kommen wieder? Ja, wenn du die killst, dann gibt's irgendwann Rebellen, Ikuiki-Rebellen. Ja, lass halt keine Rebellen spawnen. Ja, musst ja nicht mal du machen. Du kannst ja einfach von deiner Ecke da sein irgendwo, irgendjemand anderes. Nee, das passiert mir nicht. Ja, okay. So. Jetzt hab ich's aber, glaube ich. So, ein Clan weniger. Hab schon einen kaputt gemacht. Hätte ich ja schon noch gerne. So, ja, warum hast du noch keinen kaputt gemacht? Was ist das jetzt? Aha. Okay, da steht jetzt also drin, dass ich eventuell bald angegriffen werde. Coole Sache. Da habe ich jetzt einen neuen Bauernhof, das ist gut. Die Vichari Ashigaru. Hey, ich habe ja tatsächlich eine Army obendrauf. Kann ich die... Da brauche ich jetzt ein Schiff, um die rüber zu schicken an Land, ne? Das ist Bullshit, Alter. Keine Ahnung. Das ist jetzt natürlich... Ob sie laufen können, ob sie Transportschiffe brauchen in dem Game. Das ist jetzt unlucky. So, jetzt muss ich erstmal ganz kurz schauen, mit wem ich da nochmal genau im Krieg bin. Ah! Oh, meine... Schlecht. Warte mal, wer ist denn das? Yamana. Aber die Yamana sind, glaube ich, mit mir eigentlich... Ne, die sind nur Handelspartner von mir. Ich dachte, die waren mit mir verbündet. Ich habe keine Allies mehr, dann waren die, glaube ich, mit mir verbündet. Sind es jetzt allerdings nicht mehr. Ich glaube, die wollen mich bald angreifen. Das ist aber gut, weil das ist nämlich der Clan, die mir meinen Handelsplatz da belegen. Na dann. Habe ich hier noch 2 Vasallen. Und 2 Enemies. Weiß ich noch ein Enemy? Welcher ist denn das? Gut, die Mori sind ja sowieso am Arsch der Welt.
Und die anderen kenne ich noch gar nicht. Ich bin mit Leuten im Krieg, die habe ich noch gar nicht getroffen. Ist ja Wahnsinn. So. So, das Spiel ist echt cool. Ich wünschte, Japan wäre echt ich auch. Aber in echt wäre es, glaube ich, nicht so komisch nach links gedreht. Nach rechts gedreht wie hier. Ja, das stimmt. Jetzt habe ich keine Kinder mehr, ne? Und mein, also gar keine mehr. Was kriege ich jetzt denn noch? Weil du deine Familie umgebracht hast. Ja, weil ich dumm bin. Ich hätte es halt nicht Auto-playen sollen. Scheiße, Alter. Nennt man Int. Bin ich mit denen im Krieg? Nee, noch nicht. Ja. Noch nicht. Aber also ich sollte... wie gesagt, ich würde die Total War-Reihe empfehlen. Die Total War-Reihe? Die Warhammer-Reihe, lol. Ich bin lost. Die ist halt mehr Fantasy-mäßig. Oder wenn du was Historisches haben willst, ja, dann ist Shogun 2 immer noch sehr gut. Und Rome 2 ist dann so das Standardding eigentlich. Lukas, das ist 22, ich habe keine Kinder mehr, weil ich meine Familie umgebracht habe. Well. Ja, Marc, du hast es halt nicht, du hast es halt nicht gesehen, ne? Aber ich hatte da, ich habe so meinen General, so, das bin ich selbst, mein Daimyo, ne? Und dann habe ich da noch einen General, das war mein Sohn, der war bei mir in der Armee drin, dann habe ich automatischen Kampf gemacht gegen sowas, wo ich eine Burg erobern wollte. Und dann haben die einfach irgendwie das so schlecht gemacht bei dem automatischen Kampf, dass einfach mein Sohn gestorben ist. Die haben einfach dein Skill-Level kopiert. Das hat halt dann dazu geführt, dass er gestorben ist, ja. Ja. Alter, was haben die eigentlich teilweise für coole Logos hier oben? Lass mal überlegen, ob wir so ein Logo für den Verein nehmen wollen. Ihr könnt vielleicht Ärger kriegen. Ja, so abgeändert halt. Mit Wein im Eck. Ja, warum nicht? Da gibt schon geile Logos, Alter. Hons heißen die, glaube ich. Ne, Mon, nicht Hon. Ja? Ja, Mon. Mhm. Und da ist Portugal. Da war Portugal, ja. Ja, wohl letztes immer Portugal. So, dann schauen wir mal, wo unser Geld dieses Mal hinfließt. Ich kaufe jetzt auf jeden Fall erstmal einen Trading Port. Und das war's dann tatsächlich auch schon. Mehr kriege ich jetzt aktuell actually nicht mal. Ich würde schon gerne die Dinger hier ausbauen, ne? Easy Auto Resolve. Machst du auch wieder Auto, ja? Ja. Keine so interessanten Camp. Es ist halt. Wenn du deine Logistik gut machst, dann nimmst du nur so leichte Kämpfe. Dann hast du auch kein Problem mit Auto-Resolve, dass deine Kinder sterben. Guck. Ja, ist ja gut. Kaum Verluste. Oh, der Stelzel ist da. Hallo, Stelzel. Hallo, Stelzel. Wir spielen gerade. Übrigens... Wir spielen, Lukas ist kacke und verliert seine Kinder. Genau. Lars und ich spielen zusammen Shogun 2, falls du das kennst. Ist ein Spiel aus der Total War-Reihe. Und ich habe es jetzt schon geschafft, in den ersten Runden meinen obersten General kaputt zu machen. Und das war dummerweise halt auch noch mein Sohn. Du bist manchmal so lost. Ja, ehrlich. Ja. Ah, der hat jetzt gar keine Armee hier, aber die versteckt sich safe hier irgendwo in dem Wald. Weil die hatte ich nämlich vorhin noch gesehen. Es gibt ja auch Hinterhalte. Ja, genau. Ja. Du kannst so Hinterhalt machen. Richtig mies. Ja. Ah, ich habe jetzt allerdings... Katana-Samurai. Was? Ein Katana kostet mich einfach 788. Ein einziger. Warum zum Teufel haben die Ikuiki denn Alliierte? Wer verbindet sich denn mit den Ikuiki? Das war ja auch nicht so genau. Ah, das wollte ich jetzt sagen. Das ist ja frech. Kann ich mal jetzt erstmal hier... +1% Bonus to Clan-Wide Tax Rate. Das ist nicht schlecht. Das Building werde ich eh nicht bauen, glaube ich. Ja. Rekrutieren hier noch und your turn. Muss ich mal gucken, ob ich danach das da noch baue. Eigentlich würde ich halt schon gern die... Na gut, ich habe jetzt Naginata, Samurai sogar schon. Die sind, glaube ich, echt cool. Die sind gut, glaube ich, Naginatas. Ja. Einfach eine coole Waffe. Ja. Ah, die Kuroda wollen mich, glaube ich, auch angreifen eventuell. Wo sind die denn? Muss ich mal gucken. Ach, der ganz unten, das macht überhaupt nichts. Das macht überhaupt nichts. Da habe ich mir wieder ein paar Ashigaru ausgebildet. Und mal Schwertschule habe ich. So. Ich bin hier übrigens die Schwarzen. Die drei gehören mir. Und Lars hat irgendwo hier hinten seine Provinzen. Und wir erobern jetzt quasi Japan. Also das ist Japan, ne? Nur gedreht. Wir erobern das jetzt quasi so von links und von rechts. Und treffen dann einander, irgendwann aufeinander. Ja. Und dann mache ich Lukas platt, wie immer. Genau. Und Ziel des Spiels ist halt eben, den anderen zu zerstören. Aber ich kann actually gar nicht mehr so viel machen hier. Ich kann hier vielleicht noch ein bisschen was ausbilden. Ah, das war glaube ich nicht so gut sogar. Na egal.
mir gerade an, in welche Richtung man seinen General so aufleveln kann. Ach Gott, ey, da kann ich ja sogar. Alter, haben die hier eine Enzyklopädie, ey. Guck dir das mal an. Mit Rechtsklick ist super hilfreich. Boah, da kann ich hier auf Clans gehen und dann. Ja, kannst du das sind die aus dem normalen Pack. Wir spielen hier so ein Extended Pack gerade. Das sind diese normalen Clans. Und ich weiß nicht, wie gut du mit der japanischen Geschichte vertraut bist, aber das ist tatsächlich historisch ist es schon relativ gut gemacht, finde ich. Ja, würde ich auch sagen. Ohne dass ich da jetzt selbst ein Experte drin bin. Ist jetzt nicht so, als jetzt eine Facharbeit drüber geschrieben. Ja, gut, aber Facharbeit in der 12. Klasse geschrieben, also ist schon eine Weile her. Ja. Und war jetzt auch nicht so hochwertig. What? Continued trade is no longer possible. Warum das denn? What happened? Was meinst du? Ich? Ja. Ich frage mich jetzt halt gerade, ich glaube, es ist halt so unnötig, hier jetzt irgendwelche Städte hier jetzt irgendwelche Forts auszubauen. Das ist im Übrigen noch gar nicht meine Stadt hier hinten. Aber es wäre so unnötig, die auszubauen, weil ich glaube, ich so oder so, du bist so lost, einfach in die Richtung alles erober. Und dann kann ich einfach nur meine Grenzen überschützen, oder? Ja. Guck mal, aber hier kann ich nichts bauen. Es ist nicht meine Stadt. Ist nicht meine Stadt. Das ist ja weird. Brauche ich nochmal Nahrung aktuell noch nicht? Aber vielleicht bald. Ich könnte handeln mit den Ikuiki. Will ich ja überhaupt nicht. So eine Ninja-Schule könnte ich mir bauen. Aber Yari-Samurai wäre natürlich auch gut, ne? Ja, die sind okay. Ich baue mal Bogen-Samurai hier rein. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Eigentlich hätte ich ja eine Provinz nehmen müssen, die auch gut damit synergiert, glaube ich. Aber wir bauen jetzt hier auf jeden Fall noch die Straßen aus. Und jetzt baue ich halt nur noch dieses eine. Oder? Baue ich hier auch die Straßen aus? Sag mal her. Gut, hier brauche ich natürlich keine Straßen ausbauen, aber das dauert auch 3 Runden, bis ich meinen Trading Port habe. So. Ich habe meinen schon, aber mir gibt es keine Handelsdinger in der Nähe. Deswegen bin ich einfach sad. Clan adopts Christianity. Da hat jemand einen Christen adoptiert. Die Key. Das ist nicht korrekt. Die Key, wo sind die denn? Ich kenne die, glaube ich, gar nicht. Kein Plan. Auf jeden Fall gucke ich mal, ob ich noch handeln kann. Mit irgendwem Hübschen da. Nee. Soll ich mit dem Mori einfach mal Frieden schließen? Eigentlich gehen sie mir ja. Habe ich überhaupt nichts mit denen zu tun. Speak, but with care. Ah, peace will not come while your heart beats. Ja, das ist schwierig dann. Okay, der ist sauer auf dich. Dann halt nicht. So viel können wir sagen. Ich habe wieder hier, ich baue meine Provinzen schön aus, das ist gut. Und jetzt nochmal ein bisschen die Steuern erhöhen. Ja, hier noch nicht. Eigentlich noch nicht. Spaß, wir erhöhen so die Steuern. Und schließen die jetzt allerdings nochmal von der Besteuerung aus. Sodass ich hier, dass mir jede Runde die Leute wieder auf den Sack gehen können. Rose 3459 sagt, wie gut ihr seid. Wir sind einfach so gut, Lars. Hörst du das? Ja. Wir sind einfach so gut in dem ganzen Spiel hier. Natürlich. Und Killer Matt schreibt, einen Christen adoptieren, macht den weg, das verbreitet sich wie eine Seuche. Okay. Das ist richtig. Okay. Interesting. Das sorgt auch für mega viel Unruhe. Also wenn du ein Nachbar von denen bist, mach mal weg. Ich kümmere mich auch um die Ikuiki. Ja, das verbreitet sich tatsächlich wie eine Seuche. Und dann hast du religiöse Unruhen. Ja. Ah, scheiße. Ah, ja, true, ja. Und dann spawnen die ganzen Rebellen. Mhm. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Mich christliche Rebellen in meinem Reich. Ja, das war auch immer so lustig mit den Ikuiki, weil wenn du da Rebellen spawnst und die das erobern, dann gehört das einfach dir. Nice. Das heißt, ich habe dann immer diese Mönche gebaut, einfach alles, mir fällt gerade auf, ich grenze an die Takeda und die haben schon 6 Provinzen und das macht mir gerade ein bisschen Angst. Oh. Warum sind die denn schon so groß?
Genau, also für die Leute, wie jetzt Rose zum Beispiel, die jetzt noch keine Ahnung haben, was wir hier überhaupt tun, und worum es in dem Spiel geht. Du hast halt hier quasi Japan mit den ganz vielen verschiedenen Clans. Und du versuchst quasi die einzelnen Provinzen eigentlich alle einzunehmen. Ich versuche eigentlich, also mein Ziel ist es, Lars seine Provinzen zu klauen und Lars versucht meine zu nehmen. Und Lars sitzt irgendwo hier aktuell. Und ich bin die Schwarzen hier. Genau, und das ist halt Kyoto hier, das ist die Hauptstadt. Oh, das wird auch geil, wenn einer von uns Kyoto hat. Das wird wild. West Edge direkt runter. Ja. Hier? Also ein ziemlich nice Spiel. Und die Kämpfe sind halt auf so einem. Ah, werdet ihr dann noch sehen. Auf so einem offenen Feld. Ah, Das ist die eigentlich sehr, sehr hier. geil. Takanashi? Ist das Was macht der richtig? hier den? Aber ich glaube, ich gehe lieber hier mal für die reduzierten Army-Kosten. Hier kann ich Terrassenbauten machen. Was bringt mir das da unten eigentlich? Ja, da kriege ich nochmal einen Bonus auf meine Steuern. Das ist gut, weil wenn ich viele Provinzen habe, kriege ich viel Steuern. Das ist sehr gut. Beeindruckende Schlussfolgerung. Total spannend. Perfekt. Boah, es ist so schwer, hier irgendwen anzugreifen, weil einfach alles lästig ist. Sonst haben einfach alle irgendwelche Verbündeten und gehen einem nur auf die Nerven. Oha, ich habe schon wieder Emotes einfach reingeschickt, Lars. Und es kommt Ja. direkt wieder der Nightbot. Du wurdest 5 Sekunden lang in Timeout versetzt. I could do this all day. Ja, Stop selbst spamming schuld. Emotes. What the fuck? Ich spawn doch gar nichts. Ich will da nur Ja, einen. Ich mach ja nur aufhören. einen. Niemand Oha. mag das. Oha. Sogar Ich unser spam doch Bot mockt überhaupt nicht. Ich wollte dich. 5 Emotes in einer Nachricht schicken. Ja, zu viel. Ein Scholle Sogar unser Emote. Bot mobbt dich. Ja, aber ehrlich, können wir mal noch einen Scholle-Emote in Rot? So, Da ja, war ich ich noch denke, ich will einen Blau. am ehesten wohl die Ikuiki angreifen, ne? So, irgendwas Neues auf ich jetzt. Ah ja, genau, das wollte ich aber. So, Clan Destroyed. Matsuda, hä? Würde ich nicht mit dem Krieg führen wollen jetzt demnächst? Ja, dann hat sich das ja jetzt wohl erübrigt. Das wird nichts mehr. Nee, jetzt muss ich mal kurz. Jetzt habe ich schon wieder den Überblick verloren. Guck, ich kann ja hier die. Ich bin ja die Weißen jetzt hier aktuell auf der Karte hier. Das heißt, ich könnte Hast nicht eben noch theoretisch. schwarz? Naja, aber auf der Diplomatie bist du ja weiß. Ah. Das heißt, ich könnte theoretisch für die Roten mal angreifen. Mit denen war ich vorher verbündet und die haben jetzt keinen Bock mehr auf mich. Und die besetzen den Hafen hier. Ich glaube, die greife ich mal an. Wer ist denn das? Yamana. Yamana, genau, richtig. Ja, komm, die haben auch sehr viel. Die haben ja auch wirklich reiche Provinzen. Da wird es gleich mal so dermaßen einmarschiert. Ich glaube, wir haben sogar eine Goldprovinz. Ist die Frage, was ich jetzt hier übrigens noch ausbaue. Ich könnte auf jeden Fall mal die Straßen hier ausbauen. Ich bin mit den Hojo noch im Krieg hier unten. Weil das können meine Vasallen in Ruhe machen. Viele Habe Leute ich hatten gerade denn da keine drin? Lust drauf. Gar keine. Soll ich einfach mal einmarschieren? Soll ich mal so riskieren? Oder werde ich jetzt gleich in den Hinterhalt geraten? Auf jeden Fall mache ich einen Yari-Drillplatz hier und den Rest spare ich mir mal fürs Ende der Runde. Und dann probieren wir es einfach, oder? Let's go. Safe gerate ich da jetzt gleich in den Hinterhalt. Nee, actually nicht. Die belagere ich einfach weiter, denke ich. Vielleicht noch weniger Leute. Und einen neuen Clan getroffen. Kann man mit denen handeln? Nee. Da sind die. Ach, die sind ja heavy. Wieso entdecke ich die denn, wenn die auf der anderen Seite sind? Naja. Was mache ich denn am schlauesten? Irgendwie hier und dann hier. Es wird langsam Zeit, dass ich mal ein bisschen Geld ausgeben darf für einen neuen General. Die werden auch immer mal wieder vorgeschlagen. Der hat echt nichts ausgebaut in seiner Provinz hier, ne? Jetzt erober ich wieder so ein Ding. Das bringt mir überhaupt nichts. Eieiei, die Steuern. Oh, das Ganze mal so. Bringt mir, glaube ich, mehr. Naja, let's go. Jetzt lasst es mal krachen. Ja, machen wir. Sind Jetzt lassen wir es dabei. mal krachen.
Ah, da kommt er. Da kommt er mit Nachschub, ey. Okay, das spiele ich aber, glaube ich, den Kampf. Okay, der bringt. Vielleicht kann ich ihm ein bisschen die Verstärkung abschneiden oder so. Maybe. Ich gehe auf jeden Fall mal auf Spectate. Geh mal auf Spectate. Warum ist denn deine Armee eigentlich so klein? Rekrutierst du nix, oder? Ne, die habe ich doch. Ich habe doch inklusive von meinem Sohn, habe ich doch vier ganze Armeedinger verloren da, als ich die eine Provinz eingenommen habe. Ja, warum spielst du denn so schlecht? Ja, du, weil ich da automatisch kämpfen gedrückt habe, ich Depp. Ja, habe ich auch gemacht. Ich habe noch keine einzige Unit verloren. Ja, ich weiß auch nicht. Ja gut, du hast aber auch eine wesentlich größere Armee. Ja, ich rekrutiere halt jeden Turn Units. Du auch? Nee, ich habe jetzt tatsächlich. Also gut, zum einen habe ich halt zwei Runden vor dir, glaube ich, schon angegriffen. Da hatte ich natürlich dann weniger. Und zum Ja. anderen habe ich. Also dadurch bin ich jetzt natürlich insgesamt ein bisschen hinten dran. Und generell habe ich sonst. Nicht immer, nee, ich habe, glaube ich, so zwei Runden oder so wirklich nur. Zeug gebaut. Von wo Glaube, kommt denn da jetzt die wichtiger, dass du Verstärkung? deine Armee erstmal aufbaust. Machen wir erstmal hier Pause. Von wo kommt denn die Verstärkung hier? Von hinten, guck mal. Ah, da ganz hinten ist ein Ganz hinten Pfeil. links. Ja, das kannst du nicht abbrechen. Das sieht man nicht. Ja. Du musst instant angreifen, höchstens. Vielleicht kommst du rechtzeitig, aber ich glaube Vielleicht kann nicht. ich sie einfach anstürmen. Was haben die da vorne rumstehen eigentlich? Einmal Bogenschützen. Die kann ich, glaube ich, echt einfach anstürmen. Wenn du Ja, weißt du hast was? Ab mehr dafür. Bogenschützen als sie, theoretisch gewinnst du ein Ranged Battle. Let's go, Jungs. Und sie haben halt wieder diese Retainer. Vielleicht mache ich gehe ich wirklich einfach auf die Range auf Rangefight, dass ich einfach. Oh, die laufen mir entgegen. Danke, Jungs. Danke. Ah, die greifen ja mich an. Ich kann actually Ah. einfach hier stehen bleiben und warten, bis sie in meine Bogenschützen reinrennen. Ja. Kommt her, Jungs. Da rennt er. Da rennen sie. Kommt her, Jungs. Warum steht dein General eigentlich da hinten, wo seine Ability nicht funktioniert? Ja, das hat alles Sinn und Zweck, Lars. Das verstehst du bloß nicht. Das Problem ist, wenn ich den damit vorne angreifen lasse, ist der immer der Erste und stirbt direkt. Habe ich jetzt ja lernen müssen. Ja, guck mal, da ist so ein Kreis drumherum, da erhöhte die Moral von Verbündeten. Ja, weiß ich Das heißt, sogar. du sollst zumindest im Kreis drin Ich sein. will gucken, wo die. Oh, da ist schon einer erwischt. Und da kommt die erste Salve. Und Bäm. rums. Schon Peng. 20 gekillt von Paar von 160. den Jungs kippen um. 10% sind schon tot. Und da kommt die nächste Salve. Ach du Scheiße. Oh, by the way, merke ich gerade, ich bin ein bisschen am Arsch hier. Ah, das war noch rechtzeitig. Jetzt Rennen haben die sie einfach keinen wieder Bock mehr. weg? Rennen die einfach weg, oder was? Also halt. Sams Versuch. Ach du Kacke, ihre Moral. Guck dir das mal an. Die haben überhaupt keine Lust. Die sind bei mir so klein. Oh ja, die Moral, siehst du hier oben drüber, ne? Die Ja. nimmt ganz schön ab. Ich gucke mir jetzt mal so ein paar Fights aus der Nähe an. Mhm. Okay, das sieht man jetzt nicht so arg viel. Ist der beste Aber Teil an sie dem Spiel. schlagen sich RSD. gegenseitig. Einfach diese 1v1s angucken. Und Bogenschützen zugucken, wie die Pfeile reinfliegen. Ja. Ah, da kommt die Schon fast die Verstärkung. Hälfte von seinen Bogenschützen Ich habe gekillt. actually schon seine Milis zerstört, ne? Ich glaube, ich kann einfach hier lose Formation mal. Aber jetzt kommen die guten Truppen. Ich mache mal hier die lose Formation, treffen die Bogenschützen Die schlechter. Retainer. Ja. Aber die haben keinen Bock weiter vorzulaufen, lol. Geil, die ganzen Soldaten hier einfach alle liegen. Ja. Kleiner Haufen. Oh, jetzt geht's los, Jungs. Jetzt gehen wir mal in die Formation. Bisschen breiter, wenn es geht. Was machst du denn jetzt? Eine Ich lasse die Yari-Mauer? in meine Sperre reinrennen, ja, guck. Ich mach so eine Yari-Mauer. Nice. Formatieren die sich so? Ah, dann hauen die Pfeile halt Formatieren, noch mehr sage ich, rein. Digga. Ich sag formieren, meine ich. Formatieren die sich so. Ich weiß nicht, ob ich da vorne die Schützen angreifen sollte. Die laufen einfach so ganz langsam. What the fuck? Ja, um ihre Ausdauer zu erhalten. Guck mal, sie lassen auch ihre Kumpels erstmal den Charge machen. Ja. Ja, aber auch die Kumpels sind so ganz langsam in meine Leute einfach reingerannt. So, wie. Oh, guck mal, du hast die einen gebrochen. Die einen Bogenschützen. Jetzt chasen deine Leute, wenn du sie nicht Warum, cancelst. warum, Und dann warum, rennen sie in warum, Melee warum? rein. Warum machen die das? Das will ich doch gar nicht.
Jungs, einfach mal die da hinten angreifen, bitte. Okay, ich habe sie besiegt, oder? Actually, sogar relativ eindeutig diesmal. Ja. Die Retainer sind noch übrig, aber die sind auch schon am Spanken von der Moral her. Ach, die sind ja noch drin. Oh mein Gott, ich sehe diese kleinen, ich sehe die Flacken von denen einfach nicht, ne? Ich habe aber General is in Grave. Okay, jetzt habe ich sie kaputt gemacht. Ja. Dann wir doch mal clean. Finally. Nicht gleich so. Ja, ehrlich. Aber ich will möglichst viele von denen eigentlich. Jetzt habe ich gewonnen, oder? Ja. Ja. Eigentlich würde ich gerne möglichst viele von denen noch zerstören. Damit die nicht so arg viele. Na gut. Damit die nicht so arg viele Truppen übrig haben. Hm. Das war erfolgreich. Nice. Ja. Nice. Ja, das ist gut. Ich habe echt nicht so viele Leute verloren. Und die dafür. Aber die haben halt auch noch 300 Leute übrig, ne? Das ist halt schwierig. Ich meine, der haut es ab. Oh. Vielleicht kann ich jetzt trotzdem nächste Runde einfach. Ich schaue jetzt in den Chat. Total spannend. Ah, dann komm ganz. Guck mal. Roaster wie Mod Spam. Ja. Musst du nur nacheinander schicken. Ja, wahrscheinlich. Sind teilweise auch. Was hat die denn dafür? Für Emotes reingeschickt. Ach du Scheiße. Jawohl. Oh, ist das der Drachenlord? Nee, das sah gerade nur so aus. Du bist ja so lost. Ja, psst, halt dein Maul. Ich bin nicht so viel auf Twitch unterwegs. Oh! Ich habe gerade Krieg erklärt bekommen. Nice. Die Kuroda, kenne ich die überhaupt? Und sie haben zwei Verbündete. Nee, das sind meine Verbündeten. Oh, schade. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Temperament, ambitious, integrity, questionable. Wo steht das? Rechts bei denen. Die sind ambitioniert und haben nur so mittelmäßige Vertrauenswürdigkeit. Ah. Ich darf leider mich wieder nicht bewegen. Ja. Nach dem Fight ist die Kamera immer vor allem auch komplett andersrum gedreht. Das verwirrt mich immer maximal. Ja, ja. Boah, haben die Krisentruppen da gerade gehabt. Ach du Scheiße. Ja, das ist meine Vasallen, die haben dermaßen viel Militär. Kriegst du ja richtig Schiss vor. So gut, also. Theoretisch hat der jetzt hier echt nicht mehr viel drin. Da kann man ja theoretisch einfach einmarschieren oder verliere ich dann wieder einen General. Perfekt, du hast noch einen, ne? Ja, ist halt die Frage, ne? Versuche ihn mal nicht sterben zu lassen diesmal. Das wäre, glaube ich, schlau. Also, du machst natürlich, worauf du Lust hast, aber das wäre jetzt nur so ein minimaler Tipp von mir. Ja, ist richtig. Ich abonniere gerade was mit meinem Ninja, da gibt es ja immer diese kleinen Filme. Das ist so cool. Das musst du auch mal machen und zeigen auf dem Stream. Oh ja, ich habe leider noch gar keinen Ninja. Oh Gott, er wird erwischt. Da kommen so Dudes mit Schwertern. Oh no, dreh dich um! Ja, Trading Port, der ist nächste Runde fertig, das ist gut. Kann ich hier traden gehen. Ja, Bully Dirt hat sich erwischen lassen. Wenn der Kollege sich da auflöst, weil ich seinen Clan zerstöre. Lukas, der Loser, hat sich erwischen lassen. Echt? Au. Oh. Wirklich auch erwischt? Also ist er jetzt gestorben, oder was? Nee, er ist nicht gestorben. Er wurde nur erwischt und konnte den Auftrag nicht durchführen. Ja, okay. Könnte schlimmer sein. Das ist richtig. So, was können wir mit Zuke nochmal? Ich glaube, die sind ganz cool. Ich rufe dir mal ein. Baden kannst du nicht, ne? Ja. So, kannst du irgendwas Cooles machen? Dann lese ich. Ich lass dich mal machen und lese mir durch, was der Dude überhaupt kann. So, ich habe tatsächlich jetzt. Was habe ich gerade rekrutiert? Weiß ich gar nicht mehr. Trade disrupted. Na gut. Mhm. Und ja, genau. Achso, ich handle nicht mehr mit denen, weil die mir den Krieg erklärt haben. Das ist natürlich logisch. Jetzt habe ich meine Katana-Samurai endlich. Jetzt wird die ganze das ganze Militär mal ein bisschen upgraded. Ich habe jetzt sogar ein Dojo gebaut. Ja, dann habe ich ja sogar schon ein Ding hier rekrutiert. Bogenschützen. Ich sollte vielleicht mal anfangen, meine Armee aufzufüllen, aber hinten traue ich mich gerade noch nicht, die Leute abzuziehen. Aber ich glaube, ich ziehe aus hier hinten mal die zwei Jungs hier vor zu meinem Clan. Noshima. Hm.
Na gut. Also nächste Runde habe ich dann die den Hafen, ja. Dann let's go. Das kann ich actually aber automatisch machen oder verliere ich jetzt gleich wieder einen General? Ich glaube nicht, dass du da irgendwas verlierst. Du musst noch was auswählen, Lars. Oh, sorry. Ich habe null Leute hab ich verloren. Was? Wie hab ich denn das geschafft? Egal, besetzen wir. Provinz captured. Da hockt der... Ah, kann ich den nicht actually sogar instant noch angreifen vielleicht? Ja, das kann ich auch automatisch machen. Das sind so ein paar Ashigaru. Ja, jetzt sieht machbar aus. Nice. 28 verloren, ist okay. Kann man auch mitleben. Tschüss. Kann ich nicht vielleicht sogar instant die Provinz von dem angreifen? Ich belagere die jetzt einfach weiter. Das ist seine letzte Provinz. Das habe ich zwar hier niemanden drin. Ich muss mal die Burg reparieren. Und wahrscheinlich ist das jetzt auch steuertechnisch gesehen enorm scheiße hier. Ups. Ja, das sollte ich vielleicht mal eine Runde von der Besteuerung ausschließen. Kann auch echt gut sein, dass es da Unruhen gibt. Nächste Runde. Wird dann abzuwarten sein. Ich versuche nochmal Frieden mit den Mori zu schließen. Weil mit denen habe ich halt... This deal is unacceptable. Noch bevor ich gefragt habe, sagt er mir das schon. Überhaupt keinen Bock auf dich. Ich kann es verstehen, aber lustig ist es halt. The land will have peace when your corpse feeds the crows. 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 Ja, crows. Crows, ne? Ja, crows. Okay, crows. Und sehr, sehr lustig. Ich weiß absolut nicht, was ich hier erforschen soll. Was gehst denn du eigentlich bei deinem Forschungstree? Ich gehe auf Tempel, aber das ist wahrscheinlich nichts für dich. Ich habe einen Bonus für meine Warrior Monks. Ach so, okay. Also ist ein bisschen untypisch wahrscheinlich. Gut, gut, gut. Ich kann hier sogar Trade, sehe ich gerade. Ich sogar eine extra Karte für. Producing, importing, not acquired. Aha. Mm-hmm. Ach geil, ey. Das ist ja hier richtig klein aufgelistet. Wahnsinn, ey. Wild, wild. Ah ja, ich gebe mich Hilfe. Ja, da kriege ich meine Texte summarized und so. Ist ja wild. Okay, der hat mich actually nicht angegriffen, obwohl ich... Ja, wobei macht er wahrscheinlich jetzt gleich, ne? Wenn du deine Runde fertig hast. Vermutlich. Ich habe schon mehr Truppen. Ist aber bei den Texten jetzt Unruhen in dem Land? Nee, ne? Ah ne, es geht actually. Oder wenn ich jetzt Texas on mache, dann sieht es allerdings nicht so gut aus. Sieht denn das bei der Stadt aus? Ah ja. Perfekt. Domain mit. Du kannst hier rein, ne? Und dann irgendwie meine Steuern erhöhen? Ab wann kann ich denn. Ah, ich muss auf den Hafen direkt klicken. Wahrscheinlich kann ich die ganze Zeit schon Schiffe machen, ne? Ach, dumm. Ja. Kopf, Trade Ship. Und dann brauche ich jetzt nochmal. Der kann 35 Mann nehmen. Er kann auch 30 Mann transportieren. Komm, ich hab mir noch so ein billiges Schiff. Ich kümmere mich jetzt um die Iko-Iki hier. Ich dachte gerade, ich werde angegriffen, Alter. Uff. Ja, ich greife dich an. Du kannst deinen General, by the way, upgraden, ne? Ja. Yep. Aber der kann nichts Gutes nehmen. Der braucht noch ein Level. Das war's auch schon wieder. Wo die coolen Sachen reinkommt. So.
Guck mal, so kämpft man effizient. Nice. Was denkst du, wie viele Clans noch am Leben sind? Ikuiki-Tempel. Sehe ich leider nicht, aber bestimmt geil. Ja, aber ich habe ihn jetzt abgebrannt. Nee, ist gar nicht geil. Der verbreitet seine komische Ikuiki-Lehre da. Naja. Und macht alles nervig. Ach, die Kuroda, die habe ich ja noch, mit denen habe ich ja noch Krieg. Stimmt, da wollte ich noch nachgucken. Ach, das sind die hier alle. Nee, das ist nur eine Provinz, das sind die hier unten. Ja, perfekt, die wollte ich eh erobern. Da hole ich mir die Jungs hier von hier oben und dann hole ich mir den Kollegen von hier unten. So. Kann ich hier was rekrutieren? Nee, das ist schade. Der hat jetzt auch zwei Provinzen. Mauri ist okay. Sind das nicht Kikawa? Sind das nicht meine Vasallen? Nee, sind nicht meine Vasallen. So, mit wem bin ich denn jetzt überhaupt genau im Krieg? Die hatten irgendwelche Verbündeten. Die Hojo hier unten. Kann mir ein Vasallkrieg erklären, das? Auch da unten. Ich glaube. Oh. Was hat das dann für einen Vorteil, dass ich ihn als Vasall habe? Der gibt dir ein bisschen Geld, wenn ich mich richtig erinnere. Ah. Aber legit ein bisschen. Ich glaube, meine geben mir 80 oder so pro Turn. Also, ich finde das eher lästig als irgendwie hilfreich, wenn ich ehrlich bin. Ich hab's halt von Anfang an, aber der Typ baut halt anständig Militär auf, ne? Das ist einer von denen. Guckt euch an, was der hat. Ich meine, ich sehe jetzt zwar keine genauen Truppen, aber das ist auf jeden Fall sehr viel. Und der andere steht direkt neben meiner Hauptstadt mit diesen Truppen hier. Weiß ja, ich nicht, was ich davon halte. Pass auf, dass du nicht verreckst. Jetzt blöd, wenn wir direkt aufhören müssen. Ne, ja, der zieht halt in den Krieg und der muss da durch mein Land durch. Ja, die Shows sind, glaube ich, vernichtet worden. Oh, Military Focus oder Civil Focus? Was geht denn da jetzt? Ja, das hier. So, Reconstruction Report. Ich habe wieder richtig viel Zeug gebaut, ey. Hier kann ich auch wieder was ausbauen, ne? Ja gut, ich brauche keine Schiffe, von daher brauche ich dann halt das hier. Wird dann allerdings... Hier ist mein Zeichen auch noch. Eigentlich hätte ich noch Straßen ausbauen müssen. Naja. Ich sollte vielleicht hier immer noch Leute ausbilden, aber wobei kommt ja dann alles. Aha, die haben mehr Charge Points, mehr Melee Attack und bessere Defense. Kommt jetzt okay. Erstmal nichts, dann kann ich hier nochmal das bauen und dann ziehe ich dich hier runter. Und hier baue ich jetzt erstmal nichts. Den belagere ich einfach weiter. So, neue Bogen Ashigaru, neue Katana Samurai. Ah, boah, da steht jetzt, dass du den Ikuiki Krieger erklärt hast. Und die Show ja, sind vernichtet, deswegen fällt es mit dem Handeln tatsächlich schwierig bei der, schwer bei denen. Das ist verständlich, ja, durchaus. So. Handeln kann ich nix. Ich kann noch mal probieren, ob ich die... Oh, ich hätte fast auf Payments geklickt, als ob ich denen was zahle. Komm, dann versuchen wir es gar nicht erst. Und wann kriege ich endlich einen Sohn? Ja. Ich will einfach einen Sohn haben, dann kriege ich nämlich, guck mal, ich habe keinen General und ich habe einfach keinen Sohn. Ich habe nur eine Frau. Aber ein bisschen kacke. Ja. Mach schon nix. So. Also bei mir klappt ja alles hervorragend bisher. Ein paar neue Provinzen erobert. Ich weiß noch, als ich damals die Oda oder die Tokugawa oder so gespielt habe früher, da kriegst du immer irgendwie so in der kompletten Kampagne 5 Kinder gekriegt oder was? 5 Söhne oder 4 oder so. Wir haben jetzt auch erst ein paar Züge gemacht. Buch. Also ich wollte gerade sagen, wo werde ich denn angegriffen? Ne, das ist die Burg, die ich die ganze Zeit belagere. Ach, die wehrt sich jetzt? Ja. Das ist gut, dann musst du nicht in der Burg kämpfen. Kannst du einfach auf dich zukommen lassen. Pfeilen beschießen. Genau, ich stelle mich einfach auf den Hügel, den ich da jetzt schon sehe. Aber du musst echt mehr Truppen ausbilden. Ich habe ja Truppen, ich habe mehrere Armeen. Was sind mehrere Armeen?
Ja, du hast halt einen Arsch voll Ashigaru, die habe ich halt nicht. Ich habe halt viele qualitativ hochwertige Truppen. Ich habe mehrere Armeen, aber nur einen General. Das ist halt doof, aber... Ich stelle mich einfach hier auf den Berg hoch und dann warte ich. Und hier vorne verstecken sich meine Jungs. Klingt herausragend. Taktisches Mastermind. Das ist ja wieder so clever. So, also, spring mal ein bisschen vor, weil es dauert sonst nämlich, bis die da sind. Wo sind die überhaupt? Da rechts sind die weit weg. Genau, deswegen spring mal vor. Guck mal, wie fast die sind. Das wird doch super easy. Oh, sieht das gut aus. Fight. Ja, ja, ja. Die Jungs, die greifen mich jetzt an. Meine Fresse, können die nicht schneller laufen? Die stelle ich mal ein bisschen. Oh, guck mal, da links sind Rehe. Ja? Wo? Was? Echt? Links von ihrer Armee. Die laufen da ab und zu so ein bisschen rum. Ah, ja, ja. Tatsache. Lol. Ich mach vielleicht mal ein bisschen langsamer, weil die sind jetzt nämlich in Range. Ah, die sind smart. Die sind außerhalb der Range von deinen Bogenschützen und schießen jetzt auf deinen General. So smart finde ich das gar nicht. Scheiße. Schade, die sind reingelaufen. Ich habe gehofft, dass die schlau genug sind, einfach dich komplett abzufacken. Guck mal, die stehen da. Und jetzt renne ich die einfach an. War das schlau? Glaub nicht. Wahrscheinlich nicht. Deine Units haben kaum Charge-Bonus. Das ist richtig. Bitte bring deinen General nicht um. Ne, ich inspire jetzt hier unten nochmal was. Hat der Fokus doch meinen General bestimmt nicht. Wieso sollte er auch? Warum latscht dein General so langsam? Der ist ein alter Mann, Alter. Lass ihn doch. Vielleicht kriegt er deswegen noch keine Kinder mehr. Nimmt doch ab. Ja, vielleicht. 35 ist er. Da erwarte ich eigentlich schon noch mal so 3-4 Söhne. Ja, 35 ist doch auch nicht so alt. Naja, warum genau flankierst du eigentlich nicht die Bogenschützen mit deinem General? Nee, das ist Interesse. Trau ich mich nicht. Okay. Trau ich mich echt nicht. Am Ende turnen da irgendwie die Sperre noch oder so. Außerdem glaube ich, die Bogenschützen, die ziehen meinen General sowieso schon runter genug runter. Ich schieß dir da hinten einfach langsam kaputt. Find's auch cool, man hat ja so diese Flagge mit den Experience-Dingern und für jeden Experience-Balken da kriegst du noch eine kleine Bonusflagge drunter. Ja? Deine Dudes mit 2 XP haben so noch so 2 kleinere Flaggen drunter. Naja. Wenn du dann so 9 XP hast, sind da einfach lauter kleine Flaggen. Nee, da kriegst du einen Kreise, glaube ich. Bei 5 kriegst du einen Kreis. Ja, yeah, aber es geht bis 9 hoch. Ah. Dann hast du 9 kleine Flaggen. So, die Jungs, die kriegen jetzt gleich nochmal eine Salve ab. Die Bogenschützen sind gebrochen. Da rennen sie weg. Da rennen sie. Easy. So, da war's ja schon. Fight gewonnen. Hätte ich vielleicht auch alle selbst manuell spielen lassen, automatisch spielen lassen können, aber... Ja, aber so ist cleaner, glaube ich. Ja. Denke ich auch. Ein Haiku. Ah, nee, ist kein Haiku. Ich habe einen Extract from the Art of War. Aber auch die ganze Zeit so konstant 7 bis 11 Zuschauer, ne? Echt cool. Mhm. Es sind wahrscheinlich nicht so viele Leute spugen. Ja, wahrscheinlich guckt auch der halbe Verein einfach zu. Auch gut möglich. So. Was passiert denn bei dir gerade so? Ich darf aktuell nichts machen, weil ich schaue mir jetzt zu, wie die ganzen anderen Clans ziehen. Aber das sind schon deutlich weniger geworden. Ja, also es sind schon einige gestorben. Das ist ganz gut. Jetzt nicht mehr so lange. Ach du Scheiße, Alter. Greift er mich an? Der belagert mich. Greift dich an. Ja, der belagert mich. Oh, der greift hat mehr mich Truppen an. Als du. Der oh, hat ein gutes Gott Stück mehr Truppen als du. Okay, wie machen wir das jetzt? Ich glaube, das wird schwierig. Er hat nur Ashigaru. Vielleicht kriege ich das mit meinem... Also ich meine, gewinnen werde ich das probably nicht. Ich habe auch eine sehr kleine Burg. Aber ich versuche mal, seine Armee halt so weitestgehend einfach auszudünnen, dass ich sie danach einfach überfahren kann. Das klingt flach. Weil ich habe eine Hauptarmee hinten dran nochmal. Ich habe irgendwie vergessen, dass ich mit dem Krieg führe und ich habe die Flanke nicht gesichert. Das klingt nicht so schlau. Nee. Warum machst du denn sowas? Das weiß ich auch nicht.
Meine Güte. Das nächste Mal streamen wir Shogun mit Cam und Cosplay, oder? Ach, du kannst du gerne machen. Aber von wo kommen die Jungs? Von da hinten. Hm? Ja doch, wir stellen uns jetzt da hier. Das und das, let's go. Einfach mal alle schön da rein. Funktioniert das? Jungs, bleibt immer hier. Macht das Sinn, was ich da gerade mache? Wo kommen die denn? Ah ne, die kommen ja von da. Die dahin und die dahin. Das habe ich sogar vertauscht. Na egal. Könnt ihr bitte einfach mal rennen? Das wäre mir lieb. Um Gottes Willen, Alter. Was hat der für eine Armee? Größere als du. Ja. Ups. Oh, der rennt einfach von rechts gleich rein. Scheiße. Vor allen Dingen... Eigentlich sind die auch kein Verlust, die Jungs hier, weil... Ehrlich nee, gesagt... Selbst gespawnt. Nee, nicht alle. Oh. Eigentlich nur der hier tatsächlich. Aber die habe ich gerade frisch ausgebildet. Geld. Ja. Haben mich ja nur Geld gekostet dann. Oh Gott, ich sollte die vielleicht mal abziehen hier hinten. Und die dann da vorne drauf. Ja, rennt Jungs, bewegt euch. Komm, beeilt euch, let's go. Da muss ich, glaube ich, vielleicht mal die Flanke auf der Seite absichern. Gott. Ich sollte eigentlich enger beieinander bleiben einfach und die vielleicht auch einfach hier hinterstellen. Ich meine, die Leute sind nah genug dran mittlerweile. Das ist nicht gut. Der ist nicht gut. Ja gut, ich weiß gar nicht, wer unser General ist, du. Irgendwie hitte ich aber halt auch nichts, ne? Oh Gott. Da kommen sie. Der hat wahrscheinlich mehr Leute verloren, einfach nur dadurch, dass der die Wand hochgekrabbelt ist. Das kann gut sein. Als dass ich ihm da irgendwelchen Schaden zugefügt habe. Da fallen eine Menge runter normalerweise. Ja. Oh oh. Aber er will bis zum Tod kämpfen hier. Ah, das ist leider jetzt wohl auch demnächst soweit. Was macht der denn? Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott. Wieso sind meine Bogenschützen dann in Melee-Range gegangen, Alter? Wahrscheinlich hast du ihnen gesagt, dass sie das machen sollen. Nein, 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 nein. Das habe ich ihm bestimmt nicht gesagt. Kommt, Jungs, ihr habt die, ihr habt die. Auf geht's. Okay, mal gucken, wenigstens. Vielleicht konnte ich sie wenigstens so ein bisschen ausdünnen. Oh Gott, die Salven, die da hinten auf meine armen Bogenschützen, wie das da runter geht, scheiße, ey. Guck mal, die gewinnen halt sogar, actually, ne? Ja. Aber oh Gott, oh Gott. Eher suboptimal aus. Oh Gott, eine Salve kriegt er noch durch, Jungs, kommt. Schwierig. Mhm. Da kommen die Yaris. Und die Pfeile. Das ist, oh Gott, das werde ich auch noch von... der anderen Rückseite angegriffen. Wie viel habe ich denn davon noch? 6 Leute. Wo stehen sie denn? Wo stehen sie, Jungs?
Ey, guck mal, da ist der eine Dude umzingelt von 10 oder so. Oh, jetzt haben sie ihn abgestochen. Oh no. War es das jetzt? Da hinten steht auch noch einer. Drei sind noch übrig, oh. Wo stehen sie denn, die Jungs? Da in der Mitte ist noch einer. Ja. Zwei hier stehen noch, oh Gott. Guck mal, er hat einen gekillt, der in der Mitte. Jetzt haben sie ihn erwischt. Bestes. Na, einer steht noch. Einer steht noch? Einer steht noch, ja, wo ist ganz er? In der Mitte. Der, oh, einer, ah, der ist schon, oh, oh, jetzt haben sie den Kopf gestochen. Nicht gut aus. Ja, das war's dann auch leider. Wo sind die ganzen Truppen hin? Das sieht gerade irgendwie buggy aus. Ich sehe noch den General. Egal. Ja, das war natürlich jetzt suboptimal. Oh Gott, du verreckst einfach. Ich sehe es schon. Und ich muss mir jetzt ein neues Ziel zum Angreifen suchen. Ah, ich habe wenigstens von denen aus 740 mitgenommen. 740? Ja. Das ist verdammt viel. Ja. Actually. Ja. Meine Armee hatte irgendwie nur 500 Leute oder so. Gute KD. Na gut, davon sind wahrscheinlich auch alle. 600 von der Mauer gefallen. Aber trotzdem. Okay, mein Verbündeter wird angegriffen. Irgendwo hier unten. Ich glaube, ich sollte mich langsam mal in Richtung Süden begeben. Ja, sollte ich. Okay. Dann würde ich die Jungs gleich mal vielleicht auch wieder hier zurückziehen. Gleich, wenn ich darf. Was brauchen wir denn noch? Ich meine, ich kann auch einfach nochmal ein paar... Ich die da kennst. Ah, mein Ninja ist aufgestiegen im Level. Großartig. Kennst, dann gehen die auch nochmal zurück. Ja, nice. Brauchen wir mal da noch ein paar von den Jungs. Was habe ich denn da noch? Da habe ich ja noch so ein paar einzelne Truppen rumfliegen bei mir. Aber das ist doch gar nicht meine Provinz. Das ist natürlich unlucky, dass ich die verloren habe. Die gab mir so viel Gold, das ist insane. Ah, das funktioniert noch nicht, leider. Okay, den hätten wir. Dann wir haben doch noch hier irgendwo diesen Metzger. I mean... Ja, so ein Yari Master Dojo wäre schon nicht schlecht. Wobei Schwerter cooler sind, oder stärker sind. Wo kriege ich den denn her? Ah, hier hinten. Ja, muss ich aber über die Richtung gehen, ja. Ja, machen wir das aber doch so. Ja, machen wir erstmal den hier. Charge Bonus für alle Units. Der macht mir Angst hier. Peace will not come while your heart beats. Well. Dann halt nicht, I guess. Ups, der wollte ich mit euch? Nee. Ihr wollt auch nicht. Ich kann auf jeden Fall noch was bauen. Narita? Ja, okay. So ein Market wäre auch cool. Ich glaube, ich baue eine Schenke. Kriege ich einen Ninja. Ich habe noch so viele Verbündete. Ich will keine Verbündeten. Ich muss 10 Runden warten, bis ich mich von denen verabschieden kann, weil ich sonst diplomatische Penalties krieg. Ja? Finde ich gar nicht so cool. Ich war vorhin im... wollte ich noch eine Geschichte erzählen, ne? Ich war vorhin im Gym heute Morgen. Und dann war ich mit dem Kumpel da und dann war ist da einfach einer mit dem G2-Shirt rumgerannt in dem Gym, ne? Oh, und es war cool. Halt sowieso noch nicht so arg viel los, weil ich halt morgens war. Und dann dachte ich mir, wenn der Typ jetzt hier schon den G2-Shirt trägt, dann labere ich den doch jetzt einfach mal an, ob der prinzipiell Bock hat,
LoL Competitive zu zocken oder so, ne? Ja. Und dann habe ich ihm da mal ein bisschen den Verein präsentiert. Und dann wollte er meine Nummer haben, weil der auch noch ein paar Kumpels kennt, die sich da dann eventuell da auch so für interessieren. Das ist ja cool, ey. Ja, aber honestly, der hat meine Nummer in die Notizen reingeschrieben. Ich glaube nicht, dass der sich meldet, ehrlich gesagt. Aber ich dachte so, wenn der schon so ein G2-Shirt trägt. Ja, ich dachte, wenn der schon ein G2-Shirt trägt, so, dann musst du den halt einfach anlabern. Kann man schon mal versuchen. War halt auch echt nicht so arg viel los da im Gym, von daher. So, hier bauen wir bitte ein Temp. Ach Gott. Rebellion. Wegen religiöser Kacke. Lästig. Tja, siehst du? Ja, Ikuiki. Ja, das wolltest du spielen. Die OP, den OP-Clan da hinten. Der ist nicht OP, der ist nur nervig. Der ist OP. Du bist OP. Sind das eigentlich auch Provinzen hier hinten? Lol. Die ganzen Handelsplätze sind alles Provinzen. Mhm. Geht ganz schön ab hier. Absolut wild. Wie viele? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Oh. Ich kann doch einen hier reinstellen. Ich habe die Eko-Iki, das sehe ich auch kennengelernt gerade. Ne, greif auch mal an. Die sind so verteilt. Die sind weit weg von mir noch. Die sind noch weit, ach, weit ganz weg. Ganz blöd. Ja, vor denen habe ich langsam echt Angst, weil... Die Ukita, weil die breiten sich doch echt rasant aus. Eigentlich wäre es ja geil, wenn ich die Provinz und die Provinz einfach hätte und die dann nach Osten, nach Westen hin einfach absichern könnte. Also in dem Fall jetzt eher nach Süden eigentlich, aber so nach links hin absichern könnte. Weil es nur zwei Stück sind, wo die mich angreifen können. Und dann kann ich hier einfach alles in der Mitte so komplett drauf scheißen, was ich an Burgen habe. Zwei Runden noch, dann ich kann ich anfangen, meine Warrior Monks zu bauen. Oh. So, Trade Ship. Ah, hier, this General is ready to develop his skills. Super Sache. Den habe ich doch gebraucht. So, die Ukita sind vernichtet. Ich habe eine Provinz verloren, weiß ich. Habe eine Armee verloren, weiß ich. Braucht er mir nicht sagen, Jungs. Schiff warum gebaut, bist du neuen Schiff so gebaut. In dem Spiel? Superior Iron Lost. Das ist natürlich scheiße. Ja, wie viele? Die geben einfach gleich auf. Ich krieg die Provinz einfach so verschenkt, leider hinten. Den kann ich schon upgraden wieder. Mal gucken, was der so kann jetzt. Ah, das ist natürlich cool. 3% mehr Forschungskraft auf die Bushido-Künste. Ja. Kann, sagen, er besser, kann er besser rappen. Großer Gott. Okay, das ist lame mit Kavallerie hier. Und at sea ist auch lame. Ah, ist auch doof. Komm ich mal einfach die Bushido-Künste hier. Kann er besser rappen. Oh, wo kriege ich einen Weihrauch her? Habe ich Weihrauch? Dann kann ich gerade nicht gucken. Das ist schade. Ja, klang nach einem Kampf. Ja, ich habe jetzt mal meinen General gerade abgezogen, direkt vom Kampf aus der Armee raus. Weiß ich nicht, ob das so schlau war, aber ich glaube, das ist scheißegal. Ja, ich glaube, das ist bei den Zahlen ist das ziemlich wurscht. So, jetzt habe ich die Jungs vernichtet. Das ist nämlich gut. Dann kann ich nämlich die Provinz einnehmen. Plus, dem müsste eigentlich jetzt das Schiff kaputt gehen. Hey, ja, komm. Schwimm nur die Eier, ey. Ups. Warum ist denn der nicht vernichtet? Warum ist denn der nicht vernichtet? Die haben keine Provinz mehr. Und der ist nicht vernichtet. Der ist besser als du. Ah, doch, die haben noch eine Provinz. Ich krieg zu viel. Guck mal, die haben noch eine ganz kleine erobert scheinbar gerade. Was ist denn das für ein Müll? Kann man mit denen handeln? Den Krieg mit dir. Ich glaube nicht, dass du mit denen handeln kannst. Nee, ich meine mit Ikuiki. So, mit denen kann ich allerdings. Ups. Was hat er gesagt? Das habe ich gerade irgendwie weggeklickt, alles. Komm, probieren es nochmal. Nicht gesehen. Ah, der will auch noch eine Militärallianz mit mir. Fick dich ins. Also, nein, mache ich nicht. Den erober ich doch später noch. Die Ukita, mal gucken, was die wollen. Ey, du musst auch, wenn du eine Allianz machst, musst du 20 Runden warten, bevor du die kündigen kannst. Der will auch eine Allianz, der von der Ukita, das mache ich nicht. Ist ja Blödsinn. Ich glaube, ich klicke, by the way, alles viel zu schnell durch. Wieder neue Clans entdeckt. Neue Provinz erobert. So, und ihr zieht euch jetzt dann auch mal zurück, Herr General. Hier repariere ich die Burg.
Und eigentlich, hätte ich das jetzt früher gewusst, hätte ich da noch einmarschiert. Mit denen bin ich im Krieg. Wo sind da die Burg? Ansonsten könnte ich vielleicht auch einfach mal unauffällig anklopfen und mal schauen. Ah, du Scheiße, Digga, nein. Ah, ich dachte, ich hätte ihn besiegt, deswegen habe ich früher schon den Clan wieder abgezogen. Den Clan, den General abgezogen. Was ist das Müll, ey? Was habe ich denn 200 von denen? Ist ja voll geil. Habe ich da mehr von? Was habe ich denn hier für eine... Ach komm, was habe ich hier für eine Army? Der hat hier Improved Accuracy. Eigentlich hätte ich den Bogen-Dojo da reinbauen müssen. Und nicht hier. Das ist ja Yari. Ah, hier ist du. Ja gut, der brennt aber eh, von daher. Dann habe ich einen Sohn mittlerweile. Nee. So eine, ich glaube, da kriegst du eine Meldung für. Ich glaube, ich krieg einfach generell keinen Sohn mehr. Das kann passieren. Ja. Das kann passieren, ja. Ich glaube, du hast jede Chance, jede Runde irgendwie eine prozentuale Chance. Hä? Was ist denn das? Naja. Richtig viele Clans entdeckt noch. Naja, gut, let's go. Ich bin wieder ein armer Schlucker. Ich muss mich, glaube ich, bald mit den Takeda beschäftigen. Die sind ein bisschen gruselig. Das ist halt das mal. Sind das meine Verbündeten? Ach, meine, das sind meine Verbündeten, die jetzt gegen die Gegner hier kämpfen. Und dich als Verstärkung rufen, oder was? Die rufen mich jetzt als Verstärkung. Hätte drauf geschissen, Alter, war ich nicht mit. Wollte ich nicht mit. Jungs, macht er ohne mich, oder? Macht er ohne mich. Oder so, wobei, das, ich will die ja schon zerstören. Komm, ich mal aber automatisch, scheiß drauf. Jetzt stirbt einfach deine Armee. Ja, hoffentlich nicht. Ich nehme die Erfahrung mit. Meine Armee ist halt legit gestorben. Komplett, Alter. Nice. Bis auf einen. Was ist das denn? Ich wollte nie wieder automatisch machen. Oh. Mann, also meine komplette Armee ist kaputt. So viel Spaß wie in der Kampagne. Ey, der Mönch hat mein Meske konvertiert. Der ist weg. So eine Scheiße. Ich mag die Equiki nicht. Na. Komm, ich geh mal mit meinem Verbündeten da in der Krieg gegen irgendeinen anderen Clan, den ich eh nicht sehe. Weil sonst muss ich nämlich die Vasallenschaft auflesen und das will ich eigentlich nicht. Sind immer no! Belagert er mich nur oder greift er mich an? Ich glaube, der greift mich an. Mein General ist noch out of range, ne? Scheiße, ganz knapp. Da steht da der General. Und da greift der Wichser mich an. Was mache ich denn da jetzt? Und das ist mein Vasall, der hat auch eine fette Armee. Die könnte ich eigentlich gut gebrauchen gerade. Und hier vorne hat mein anderer Vasall irgendwie gekämpft. Jetzt greift er mir mitten in mein Reich, greift er mir eine Provinz an, weil ich einfach die eine Flanke in der Trickshot gesichert habe. Und weil ich dauernd meine Armee verliere. Ja, ach nicht. Du Scheiße, mein Verbündeter wurde angegriffen. Mhm. Hä, was zum Fick? Die Datte sind mit beiden Seiten verbündet. Aggressor Onodera, Verbündete Date, Defender Honjo, Verbündete Date. Well. I guess ich bin dabei. Muss ja meine Verbündeten beschützen, leider. Ja, ja. Die gleiche Gedanke hatte ich auch. Werde ich jetzt hier angegriffen, oder was? Ah, ich werde hier in jeder Ecke werde ich angegriffen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ein Schiff wird angegriffen. Ah, nee, your forces, ja, dann mach ich mit. Verliere ich gleich einfach mal wieder. Ah, nee, meiner hat's überlebt. Wunderbar.
Junge, es ist ein Chaos mit so vielen Clans. Ich werde einfach so von meinen Vasallen aktuell gecarried. Das ist nicht mehr schön. Meine machen überhaupt nichts. Ich habe 3 Stück und die sind komplett nutzlos. Ja? Ja. Vollkommen nutzlos. So, ich muss jetzt erstmal gucken, mit wem ich hier überhaupt alles im Krieg bin. Bin ich jetzt hier belagert? Oder attackt er mich? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Das blicke ich nicht, aber ich brauche auf jeden Fall hier eigentlich mal Straßen, aber andererseits brauche ich vielleicht auch einfach mal. Wem bin ich jetzt alles im Krieg? Onedera, Narita, Ikoiki, Saika, Negorogumi und Hojo. Das sind einige tatsächlich. Das ist ein Scheißdreck, ey. Ich verliere meine ganzen Leute. Ich versuche jetzt mal Frieden zu schließen mit einigen von denen. Ah, sieht sehr schwierig aus. Genau, da kommt jetzt nochmal so ein Bötchen und da tue ich da meine Truppen drauf und dann fahre ich von der Insel runter. Diese Insel ist halt auch so ein Witz, ne? Ist halt irgendwie halbe Burg im Fels drin. Dahin habe ich meinen Bauernhof. Wunderbar. Okay, ich glaube, ich muss den hier auch noch den Krieg erklären, damit ich... Ja, komm, machen wir einfach mal. Das wird schon. Das war eigentlich schon nicht mal mein Vasall, dem ich da vorhin Unterstützung gegeben habe, ne? Sondern? Das war einfach irgendein anderer Typ, der zufällig auch mit dem gleichen Clan wie mit mir im Krieg ist. Großartig. Wie viele Provinzen hast du schon? 5, aber ich habe mich, glaube ich, mit einem falschen Dude angelegt. Der hat nämlich da eine ganze Menge Truppen, wie ich gerade sehe. Ach, das wird schon werden. Hoffentlich. Ich sollte wahrscheinlich anfangen, noch eine Armee auszubilden, honestly. So, ihr seid wie viele? 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18. Das heißt, noch 2 Units müssen nach da. Gut, dann schicken wir ihn. Und bilden hier noch einen aus, den wir dann noch rüberschicken. Und hier fangen wir an, für ihn Units auszubilden. Und hier machen wir auch weiter, für ihn Units auszubilden. Ich baue jetzt mal meine zweite Armee. Mhm. Hoffe, dass es was bringt. Ich würde gerne mal eine ein bisschen auf die Beine gestellt kriegen. Ja, das kriege ich hin. Das ist ja nicht schwer. So, vielleicht kann ich noch handeln mit irgendwem. Ne, mit dir nicht, dich mag ich nicht. Du siehst eigentlich okay aus. Was baue ich denn jetzt hier nochmal? Ich glaube, ich gehe den Weg hier entlang. Ne, der will nicht. Aber Enable Fire Arrows wäre halt auch sick, ne? Mach ich vielleicht das in die Richtung erstmal. Ah, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, alle sind sauer auf mich. Also die habe ich halt sogar... Da muss ich halt eigentlich Militär reinstellen in die hier hinten. Ja, da stelle ich gleich mal meine Bogenschützen rein. Schönes neues Boot. Okay. Castle under Siege, das ist nicht so geil. Port blockaded. Oi. Erstmal haben wir doch hier, das ist doch meine... Was davon ist jetzt mein...
Ah, das ist mein Bogenboot und das ist einfach so ein Handelsboot. Und damit mache ich jetzt ein bisschen mehr Geld. Bogenboot. Das Bogenboot. Und da kann ich jetzt aber auf das Bogenboot, kann ich jetzt allererst mal... So, ich bin kurz auf dem Klo. Warte, machst du einen Fight die Runde? Dann muss ich auf Spectate klicken. Ja. Probably. Willst du den vielleicht zuerst machen? Dann kann ich das machen, bevor ich aufs Klo gehe. Ja, ich muss aber erstmal meine Truppen da hinziehen. Warte ganz kurz. Oh. Okay. Den da rüber. Den Kollegen. Ah, den kann ich jetzt gar nicht joinen lassen. Was zum Fick? Den würde ich eigentlich auch gerne mal. Weniger. Gut, dann mache ich wenigstens so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Kann ich das gewinnen? Wenn ich habe einen General. Ich habe ein paar Bogenschützen. Ich habe ein paar gute Truppen drin. Ich weiß allerdings nicht, wie viele Leute der hat. Sieht schon aus sehr vielen aus. Actually, komm, wir probieren das jetzt trotzdem einfach. Okay, er hat tatsächlich relativ even Man mit mir. Wird das jetzt ja sogar interessant für den Stream. Ja, vor allen Dingen muss ich ihn angreifen, aber er hat nur Ashigaru, das ist gut. Und wenn ich ihn angreifen kann, kann ich mich auch erstmal meinen General noch hinzuziehen. Oh, du hast schon Katana-Samurai. Ja, die sind natürlich super nice. Ja, das ist, glaube ich, so ziemlich das beste Militär, was ich aktuell habe. Ja. Dann viel Erfolg, ich bin weg. Alles klar. Das wäre halt saugeil gewesen, wenn ich mich hier auf diesen Felsen stellen könnte und einfach meine Bogenschützen die ganze Zeit runterschießen lassen könnte und einfach nur diese Flanke hier sichere. Hätte mich da halt einfach keiner angreifen können. Gut, wie mache ich das jetzt? Am dümmsten. Oh, es regnet. Oh, es regnet und ich sehe nichts. Scheiße. Das wäre dieser Fels gewesen. Es regnet und ich sehe nichts. Oh, aber wenigstens kann ich ihn dann einfach chargen oder so, I guess. Von wo kommt meine Versperrung? Von da. Ich warte einfach mal, bis die Versperrung da ist. Irgendwo da müssten sie kommen, die Jungs. Da sind sie doch. Ich lasse die mal langsam laufen und spule einfach vor. Ah, oh nein, ich lasse die schnell laufen. Weil der Gegner greift an. Tatsächlich. Rennen die auf den Wald zu? Oh je. Ey, man sieht halt absolut überhaupt nichts. Und die rennen auf den Wald zu. So eine Scheiße. Weil nee, wir rennen einfach weg von denen. I guess. Ne, so rum. Okay, weil jetzt können die sich nämlich so verstecken, wie sie wollen. Die müssen sowieso auf mich zu. Oder muss ich die angreifen? Vielleicht muss auch ich die einfach angreifen. Na, jetzt kommen sie. Ist das eine Aufstellung? Ist das so eine Art Aufstellung hier, was ich hier habe? Stimmt. Wobei, die stelle ich zunächst mal noch hinten dran. Dass die nicht einfach Futter für die Pfeile sind. So, dann machen wir vielleicht doch die Kette hier. Bin wieder da. Alles klar. Was machst du denn? Ich sehe absolut nichts in dem Fight, ne? Und oh, ich habe jetzt halt neblig. Ja. Und ich habe jetzt halt irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich die chargen muss eigentlich. Probably schon. Warum ne? genau rennt da gerade eine einzelne Unit von ihm rein und? Keine Ahnung, aber die würde ich dann jetzt einfach mal. Genau so. Genauso würde ich die dann jetzt einfach mal. Und dann würde ich jetzt actually sagen. Attacke, oder? Hier, ab dafür.
Ich meine, du hast Katana, Samurai. Du solltest eigentlich seine Ashigaru komplett aus dem Leben kloppen. Die rennen jetzt auch rein. Jetzt würde ich allerdings bei den Jungs mal ein bisschen langsamer machen hier vorne. Schick doch die Retainer auch rein. Die sind eh von dem Fort gespawnt. Oh, true, ja, die schicke ich sowieso als erste rein dann. Wenn die uns die unter Beschuss, ja, dann sollte ich vielleicht trotzdem einfach mal reinchargen hier. Jetzt muss ich ja gucken, dass ich den General irgendwie so bewege, dass er nicht in die Scheiße reinrennt, da. Ich kann einfach alles... Oh Gott. Ist das schlau, was ich da gerade mache? Absolutely not sure. Oh Gott! Die werden einfach eingekesselt. Du wurdest gerade von der KI hops genommen. Lol, ich wusste nicht, was die erst kann. Ich wusste es auch nicht. Die kesseln mich ein. Ist die ein bisschen stärker. Ja, musst du mal besser spielen. Entkessel dich. Aber ich gewinne das, glaube ich, trotzdem, actually, oder? Meine Truppen gehen nicht so rein und runter. Gut, ich habe schon zwei komplette halt Ashigaru-Truppen verloren. Ne? Aber deine Truppen sind halt deutlich besser. Katana-Samurai sind halt, glaube ich, die beste Nahkampfeinheit. Die Katana sind halt schon sick, ne? Ja, richtig. Wenn du mal rankommst, machen die, glaube ich, alles kaputt. Aber ich habe halt actually alle meine Yari bis auf diese einen Truppe halt leider auch schon verloren. Aber ich gewinne halt actually wirklich. Nicht schlecht. Wobei, bleib du mal hier. Schiss, dass nämlich hier gleich für die Jahre mich gleich angreifen, die da noch rumgurken. Oh, der General charge wieder rein. Baller mal die da ab. Und das sind einfach meine zwei Katana-Trupps, aber die sind halt noch nicht mal halbiert. Die sind halt insane einfach. Ja, Katana-Samurai sind einfach krank. Der schickt seinen General rein. Es gibt ja später auch diese Katana-Heroes, das ist immer cool. Das sind irgendwie so 40 Dudes und die kannst du einfach in 300 Leute reinstellen, die gewinnen. Guck mal hier, das ist der Daimyo von dem. Der höchste General, der ohne den Saftsack da hinten drauf, den Luftsack. Wofür sind die eigentlich da? Die Säcke. Yeah, sterben die schnell. Ja, ich habe halt tatsächlich einfach die besseren Truppen. Das ist halt so viel wert, ne? Ne, der Unterschied zwischen Ashigaru und Samurai ist schon insane. General ist noch confident, wo steht er denn? Der... Ich sehe hier auch gerade einfach so drei 1v1s, wo einfach alle drei Ashigaru gerade auf einmal gerippt wurden. Ich suche gerade, da ist er, der da ohne den Luftbalk hinten drauf. Genau. Perfekt. Die habe ich. Alter, Gott sei Dank, Junge. Also, die rennen da schon wieder weg. Ja. Aber nicht mal los. Die zwei Katana. Die zwei Katana, die ich da habe, die haben das ja dermaßen gerettet. Das ist ja unglaublich. Mhm. Da rennt er weg, der Daimyo. Guck mal, hinten stehen noch ein paar Bogenschützen. Ja, ja, die werden die rennen auch gleich, sobald sie in Kontakt kommen mit der Kavallerie. Boom. Ja. Oh, da kommen Speere in deine Kavallerie. Ah! Junge, mein General ist tot, guckst du dir an? Ich krieg einen Cock in den Arsch. Schau es dir an. Wie? Wieso, Lars? Wie? Deine Units haben 40 Leute. Ist er doch. Und das ist, glaube ich, jedes Mal eine 1/40 Chance, wenn einer davon stirbt, dass es halt dein General trifft. Ja. Ich dachte eigentlich, der bleibt immer am Ende übrig so. Also ich habe ganz oft die Fehler, wo ich wirklich nur noch den Daimyo übrig habe da. Als ob der jetzt wirklich gestorben ist. Würde auch mehr Sinn machen, ich glaube nicht, oder? Das wäre schon sehr, sehr Bullshit. Als ob die mir den jetzt kaputt gemacht haben. Aber enorm. Doch, er ist gone. Ah ne, da ist er noch. Da ist er ja noch, er lebt noch. Okay. Die haben also einfach du einen brauchst ja auch irgendwen, der deinen Clan anführt, ne? Ich habe ja trotzdem so viele Units verloren schon wieder, ne? Aber deinen Katanas haben gecarried. Honestly, ich greife den jetzt einfach nochmal kurz an.
Weil, ich habe ja die Unterstützung, ne? Ich mache einfach automatisch hier. Weil wenn ich den nämlich noch zerstöre jetzt hier. Das willst du automatisch machen? Ja. Okay. Ich habe schon viel Truppen verloren, aber ich habe halt Katana. I guess. Die werden mir schon nicht die Katana zerstören, oder? Sehen wir gleich, er sieht nicht so aus. Nein, passt. Nice. Ah, ich habe schon wieder Nashikaru verloren. Mann, ich verliere bei jedem automatisch verliere ich drei Truppen, ehrlich. Mann. Credible Crazy schreibt, wow, was halt ein toller Stream. Nur wenn du wirklich, sehe ich auch so. Wenn du wirklich deutlich mehr Truppen hast. Ja. Ich würde dir schon gerne jetzt. Kann ich dir noch einen nehmen? Reicht das? Oh ja, aber das war nicht gut, das wollte ich nicht. Tschüss. Kannst du wieder zurück? Ist wieder geintet. Ja, ich glaube tatsächlich schon. Jetzt habe ich die. Ach. Ich höre einfach nur die ganze Zeit das Geräusch, dass ein Kampf anfängt, aber es passiert irgendwie nichts. Außer sie den Stein angegriffen und Stein kaputt gemacht. Den will ich doch aber erobern, den will ich ja nicht kaputt machen, weißt du? Nix. Es wird halt einfach so safe gleich. Dafür, dass die so früh kommen, ne? Wer? Katana Samurai, das ist ja die allererste Technologie. Dafür sind die echt stark. Ja, ja, dafür sind die echt, echt stark, das ist richtig. Waren da nur Dachi-Samurai gut? Sind bestimmt gut, oder? Die kommen erst später. Also, sind die besser, I guess? Ich weiß es nicht mehr. Die sind anders, glaube ich. Die benutzt du einfach woanders, oder? Ich glaube, die sind, das waren die Aggressiven. Die hatten so einen mega krassen Charge-Bonus. Die rennen dann rein und killen einfach alles. Aber die wollen nicht so langen Kampf. Die wollen chargen und dann wieder raus. Naja, das kann sein. Ich handle mal wieder mit allen Jungs, die ich hier so sehe. Nice. Udas. Okay. Damit mache ich jetzt wieder 2000 nächste Runde, ist gut. Ich glaube halt nur, es gibt Unruhen in der scheiß Provinz hier hinten. Kriege ich ja schon wieder. So einen Hals kriege ich ja schon wieder. Ja, wenn du zwei Runden hintereinander hast mit unter 0 Public Order, dann rebellieren die. Ja, das wäre dann jetzt nächste Runde, ja. Ja, kannst die Besteuerung kurz aussetzen. Ja, habe ich die ganze Zeit schon. Das funktioniert leider nicht so. Ich hatte die gerade frisch eingenommen und habe dann halt meinen Leute direkt abziehen müssen. Das ist dann blöd. Mhm. Da kommen die Mori, die im Übrigen mittlerweile ein enorm großes Gebiet haben. Fuck, Alter. Itake, das sind auch scary as hell. Ah, nee, sind nicht die Mori. Der blöde Mönch konvertiert meine ganzen... Meine ganzen Units. Die Ukita haben einfach schon fünf Provinzen, Alter. Hm. Mist. Das wird nichts. Oh, greifen sie mich jetzt an? Nee. Sie zünden meine Farm an, die Penner. Oh. Und mir erklären die China den Krieg. Das ist blöd. Die sind, glaube ich, sehr gut positioniert, genau zwischen meinen Provinzen. Oh no. Ich sehe Probleme in meiner Zukunft, Lukas. Ich mache hier den Rückzug. Ich bin so blöd. Warum ziehe ich die da raus, Mann? Ah. Ich mach den Rückzug. Oh, doch nicht. Nee, ich hatte ja diesen eine Truppe nach vorne geschickt, weil ich blöd bin und jetzt ist die einfach splittert. Da habe ich einen Katana weniger in meiner Armee drin. Und jetzt greift er mich halt einfach an hier. Und jetzt muss ich nicht kämpfen. Jetzt habe ich jetzt 230 gegen 400. Mal sehen, ey. Kannst du vielleicht gewinnen, wenn deine Katana nicht vom Bogenschützen killen lässt. Ja. Ich meine, ich habe halt die Katana, ne? Das ist halt schon OP. Und ich meine, er greift mich an, das heißt, ich kann ja irgendwie mich im Wald verstecken oder so. Guck, da ist doch ein Wald. Guck mal, da ist sogar ein Haus. Jetzt rein bei dem, ach Gott, jetzt kämpfen wir bei dem auf dem Grundstück, scheiße. Er brennt ab. Ja. Guck mal, es sind sogar kleine Reisfarmen hier. Ein Holzlager, das ist ja cute. Da hinten kommt er.
So, was hat der Bogen, Jari und Holzlager, Dingens? Echt? Mach ich dem jetzt dein Holzlager kaputt? Keine Ahnung, ich glaube, das ist nur grafisch. Ist echt so eine kleine Hütte, ach Mann. Ist der Kollege noch vor Ort? Nee, ich dachte, das wäre. So. Dann benutze jetzt mal deine Katanas ordentlich und lass sie nicht vom Bogen schützen. Ja, die sind ja hier versteckelt. Ich sehe dich schon wieder sterben. Aber ich habe vollstes Vertrauen in dich. Bei denen geht jetzt schon die Moral runter, guck's dir an. Aber mir aber auch. Ich wollte gerade sagen, ist es nicht bei dir genauso? Ungleich schießen sie auf deine Katanas. Nee. Nee, sie schießen auf deine Bogenschützen. Nee, du schießt auf ihre Yaris, I see. Worauf schießen sie? Auf meine Bogenschützen. Ah, ist ja okay. Mhm. Glaubst du, deine Katanas gewinnen gegen die Yaris und den General gleichzeitig? Ja, glaube ich schon. Wenn du einen General nicht benutzt? Nee, ich benutze meinen General ja gleich. Was? Wieso darf ich den noch nicht upgraden? What the fuck? Hä? Leute, sie haben die Katanas entdeckt und sind abgedreht. Our General is in grave danger. Der wird mal wieder angegriffen hier. Junge, die haben einfach innerhalb der ersten 3 Sekunden oder so schon 10 Leute gekillt. Die Katanas. Ja? Das ist wichtig. Jetzt kommt der General von ihm rein. Jetzt verlieren sie langsam. Ich hab hier gleich, soll ich mal einfach auch rein chargen lassen? Nee, ist blöd, oder? Ich glaub, wenn du es nicht machst, verlierst du. Chargen, really? Also in den General halt, nicht in die Yaris. Ja, aber die laufen ja ineinander rum, du. Ja, ist halt awkward. Aber ich weiß nicht, ob die Katana allein gegen beide gewinnen. Die sind ja jetzt schon halb tot. Mehr als halb tot sogar. Ja, ist richtig. Die Yaris sind noch motiviert. Nicht bei der Hälfte. Oh, die verlieren da Motivation, so eine Scheiße, ey. Das ist nicht gut. Und er hat noch keinen einzigen Bogenschützen. Ich hätte auf seine Bogenschützen verloren. Rennen müssen, eigentlich. Ja, ich habe auch nicht, schieße auch nicht auf die Bogenschützen, ich schieße auf die Yari. Ja. Weiß ich allerdings auch nicht, ob das so gut ist. Actually? Vielleicht kannst du die Moral von den Yaris brechen, die sind schon rot. Guck mal, die blinken. Ja. Wenn sie rennen, hast du es, glaube ich, drin. Wenn die bis zum Tod kämpfen würden, wird es knapp werden. Die sind kurz vorm Rennen, oder? Da oben diese Ding zeigt schon. Die Yaris, ja. Aber deine Truppen sind rennen nicht, aber sie sterben einfach. Die kämpfen bis zum Tod. Ja. Deine Dudes. Komm, jetzt bringen die doch zum Rennen, Alter. Jetzt blinkt meine auch. Oh Gott. Oh, you lost. Oh no. Oh no. Aber knapp war's. Und ich verliere auch noch meinen General, ne? Ja. War das jetzt dein letzter General? Ja. Yeah. Das weiß ich nicht, was ich machen soll. Wahrscheinlich kriege ich es einfach eingestellt. Ja, wahrscheinlich. Wer ist denn jetzt eigentlich mein Daimyo? Weil ich mein. Das ist eine gute Frage. Was passiert denn hier? Schauen wir mal. Hey, schon, ist dein gesamter Familienbaum getötet. Ja, ist schon halt so einfach auf dem Schwierigkeitsgrad. Oh, wow. Ja, mein Daimyo ist tot. Oh Gott. Oh Gott. Ich würde vorschlagen, wir machen bis um 9 und dann beenden wir den Spaß hier. Klingt okay. Okay, nice. Wenn du willst, kann ich dir danach noch von den Urlaubsplänen erzählen. Nee, ich glaube, ich mache mir noch was zu futtern. Spiel noch ein bisschen League. Okay. Bin ein wenig geistesabwesend gerade. Oh Gott, ich werde belagert. Ach, stimmt. Ich muss gleich mal gucken. Ich glaube, ich bin mit 10 verschiedenen Clans im Krieg. Mhm. Ja, die haben echt schon ein Militär da, die Jungs. Das ist unglaublich. Oh, ich habe in jeder Provinz eine schlechte Laune aktuell. Oh Gott. Das kannst du auch nicht wegmachen, ne? Ist actually egal, was ich in Steuern zahle. Reinstellen, Gebäude bauen oder die Steuern senken. Das sind deine. Das liegt einfach daran, dass ich ein Dishonorable Daimyo hab und die alle jetzt hier du kriegst jetzt wahrscheinlich einfach so einen random Dude und die sagen halt alle, ey, was ist das für ein Loser? Ja, ich wüsste halt echt gern, was ich jetzt gleich krieg für einen.
Ob ich überhaupt einen krieg. Oder ob ich jetzt ohne kämpfe. Irgendeinen musst du ja kriegen. Ich hab einen. Dieser Dishonorable Daimyo Modifikator kommt ja von deinem Daimyo. Wenn du keinen hättest, kannst du den gar nicht kriegen. Ich hab einen gekriegt, ja. Ich wurde gerade einfach zu League Game eingeladen. Oh, von wem denn? Weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Können wir auch. Junge, weil ich ja den einen weggezogen hab, ne? Ja, muss mal besser werden in dem Spiel. Ich bin halt auch so blöd, ey. Wenn ich da meinen einen Katana nicht rausziehe, gewinne ich das halt actually, ne? Ja, absolut. Da wäre Turbo Klaus. Ah, ich blöd, Mann, ey. Ich habe auch nicht gesehen, dass er noch eine Armee hat. Du Dummdödel. Ich überlege, was ich mit dem Geld mache. Einfach Truppen kaufen. I guess. So. Dann mach ganz viele Leute rekrutieren. Hier. Ja, bin ich auch gerade dabei. Die China sind mit mir im Krieg. Wie viele Truppen haben die? Das wäre interessant zu wissen. Wir rekrutieren hier auf jeden Fall mal mehr Leute. Wie mache ich denn das jetzt? Und noch mehr Leute. Ich brauche eine große Armee auf jeden Fall. So viel ist klar. By the way, muss ich jetzt gleich mal meine Army da hochziehen. Ja, ich habe halt einen ganz, ganz, ganz komischen Dude jetzt hier. Hast halt irgendeinen Random Daimyo bekommen, weil deiner einfach. Ja, weil er einfach gestorben ist, ey. So. Wir killen hier jetzt nochmal so eine Loser-Truppe. Easy peasy. Ja, gut. Da hast du halt schon deine Truppen her, ehrlich. Gut, das ist ja nur Ashigaru. Ja, reicht ja. Ja. Jetzt mal wichtig, Truppen zu haben. Und dann wichtig, dass sie gut sind. Ja. So, aber ich würde ganz gern trotzdem mit euch Frieden arbeiten. 2, 4, 6. Ich bin mit 9 verschiedenen Clans im Krieg. Ach du Scheiße, what? Echt nicht so das Wahre. Ja, alles in meiner Umgebung hat mindestens 3 Verbündete gehabt. And by the way, nach wie vor immer noch so 5 bis 7 Zuschauer, ne? Konstant. Das ist schon ziemlich nice. Ja, ist voll chillig. Wahrscheinlich sind es aber echt alles Dudes aus dem Verein, I guess. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Vielleicht. Also wahrscheinlich, ja. Die meisten. So, Iku Iki, kann ich mit euch Frieden machen? Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer bist du überhaupt? Warum bin ich mit dir im Krieg? Für mich auch ganz witzig. Das sind so 2 Clans, die gleiche Farbe einfach haben, direkt nebeneinander. Aber das sind 2 absolut andere, tatsächlich. Beide das habe ich auch. Das sieht sehr weird aus. Ja. Warte, wie viele Dudes seid ihr? 2, 4, 6, 8. Das ist halt jetzt echt die Frage, was ich da jetzt mache, ne? Ich meine, ich habe jetzt hier einen guten jungen Mann hier, ne? Der Amako Tokimichi. Bestimmt ein anständiger Kerl, so. Frage ist halt. Mir geht jetzt so langsam das Geld aus, weil ich kein Einkommen habe und die ganze Zeit neue Truppen rekrutieren muss, weil ich überall im Krieg bin. Was jetzt nicht so geil ist, aber I guess geht nicht anders. Ah, so ein Scheißdreck, Alter. Ich verliere einfach mal 2 meiner Generäle innerhalb von kürzester Zeit. Ja, wir haben, glaube ich, jetzt schon zu rendern. 10-12 Runden gespielt. Also ist impressive. Ja, ja, ist wirklich so. Naja, gut, muss ich gucken, dass ich den neuen jetzt wieder aufgebaut kriege. Ja, die Jungs hier hinten, die machen mir halt auch echt Sorge, weil die haben schon eine fette Armee. Noch ist der zwar mein Vasall, aber wer weiß, ob der mir bald der Krieg erklärt. So, wir machen hier ein bisschen Handel, machen wir ein bisschen Krieg. Und dann kann ich dich ranlassen, glaube ich. Mehr kann ich nicht machen, ich bin eh arm. Ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Mhm. Ja, sagt man das eigentlich, sind Kirchenmäuse arm? Ich weiß gar nicht, wo die... Wahrscheinlich, weil niemand isst in der Kirche und deswegen keine Essensreste über sind. Das kann sein.
Way of Bow, ja, das wollte ich sogar machen. Hm. Our noble lord has fallen. Na scheiße, Alter. Da stelle ich die aber jetzt mal hier vorne an die Grenze am besten, damit sie dann wenigstens noch eingreifen können. Weiß hier, was ist. Und den Jungen hier, den hole ich direkt mal ran. Mit all seinen Truppen. Ich hätte so eine gute Armee, ich krieg zu viel, ey. Naja, hatte ich eigentlich nicht, aber trotzdem, ich sag das jetzt einfach mal. War noch relativ gut. Ja, die war schon nicht schlecht, ne? Ja. Hm. Ja, und jetzt? Jetzt bin ich gerade echt überfragt, was ich jetzt mache, weil guckt euch das an. Hier blinkt alles rot. Okay, es blinkt wenigstens nicht mehr rot. Aber es bringt dann auch nichts, wenn ich die jetzt von der Besteuerung ausschließe. Ich meine, ich will ja auch mein Geld machen, so ist nicht, ne? Ja, aber wenn überall Rebellen spawnen, dann verlierst du einfach alle Provinzen. Ja, das ist... Was du machen kannst, du kannst immer abwechselnd machen. Du kannst die eine Runde ausschließen, dann wieder besteuern, weil... Ja, das What the fuck? What the fuck? Das spawnen halt nicht nur ein paar Rebellen? Nee, das spawnen halt... Das spawnen riesige Rebellenarmeen. The fuck? Das sind 12 Armeen. Also du verlierst jede einzelne Provinz, wenn du 2 Runden hintereinander im Dingens im Roten bist. Ja. I guess, wir gehen von der Besteuerung halt runter. Verdienen nächste Runde nix. Ich glaube, actually, ich muss da vorher noch ein bisschen runter. Das besteuere ich hier schon gar nicht. Hier, das da. Ist auch reicht nicht mal. Yikes. Ja, es reicht actually wirklich fast nicht. Oh Gott, es reicht nirgendwo. Doch, die eine Provinz ganz links darfst du behalten. I guess. Okay, egal, sobald ich hier ein bisschen... Kriegen wir hin. Bestimmt irgendwie. Vielleicht wollen sie ja Frieden schließen, irgendwer von den Jungs. Sieht alles suboptimal aus. Aber mit dem bin ich im Krieg, wieso bin ich mit dem im Krieg? Dann machen wir mal. Okay. Also bei mir sind alle Leute zufrieden. Der hat keine Lust, vielleicht wollen die Mori, mit denen habe ich jetzt zwar nicht so wirklich viel zu tun. Okay, die wollen auch nicht, wunderbar, das macht mir jetzt Mut, dass bestimmt die Kuro da wollen. Ah, das sind die, die kurz noch meinen... Naja, der meint, das war ein Witz, perfekt. Mit dem bin ich auch im Krieg. Mit wem? Mit den Kuro da, oder? Ja, die greifen mich die ganz, ganz an. Sicher. Die wollen auch nicht. Ja, dann vielleicht höchstens mit denen kann ich es nochmal probieren. Aber ansonsten... Nee, fünf Krieger führe ich gerade. War nix, let's go. Nächste Runde. Ja, also ich kann ja nicht schief gehen. Bei mir ist alles angenehm. Ich würde sagen, die nächste Runde die spielen wir noch und dann beenden wir den Spaß an der Stelle. Alles klar. Gottes Willen. Dann kannst du dir vielleicht so einen 10-Step-Plan machen, wie du dich da wieder raus. Ja, also mein Step-Plan, also das wird nix, weil nämlich die ganze Situation, die hat sich jetzt bei mir gerade schon wieder so dermaßen drastisch verschlimmert. Komm, ich führe doch keinen Schiffskampf, oder? Man ist hier automatisch. Da eh keine Ahnung von. Nee, ich hab doch gesagt, dass dieser eine Riesenvasall, der eine Vasall hat so eine Riesenarmee aufgebaut gerade, ne? Der wurde gerade einfach vernichtet von den Mori, mit denen ich im Krieg bin, wo eine noch größere Armee jetzt einfach direkt neben meiner Hauptstadt steht, die ich jetzt natürlich nicht gesichert habe. Oh, ja, dann ist schwierig. Dann ist jetzt gleich Ende im Gelände. Ich zeige euch das gleich einfach nochmal. Du musst noch was tippen, ne? Oh, sorry. War gerade rausgetappt. Ich bin mal davon ausgegangen, dass jetzt dein ganzes Land einfach überrannt wird. Nee, in der stimmt. Runde. Den Handelsplatz habe ich mir gesichert hier. Den kriegen sie nicht. Aber nächste Runde wird mit Sicherheit mein Handelsplatz zerstört werden, ja. Was gibt's denn von den Großen? Noch, eigentlich noch jeden, ne? Ja, das wird jetzt echt eine spannende Nummer hier. Wieso kann man eigentlich Shogun 2 nur zu zweit spielen? Weiß es nicht. Vielleicht ändern die das in Shogun 3, dass man zumindest zu dritt spielen kann. Gibt's das? Soll es das echt geben? Das wäre cool.
Bisher noch nicht. Also, die haben ja die letzten Jahre quasi nur diese Warhammer-Spiele rausgedingens, weil die irgendwie 10-mal so viel Geld verdienen wie alles andere. Ja? Ja, gut, Shogun spielt auch irgendwie keiner. Ich weiß auch nicht warum. Ich find's eigentlich sehr nice, das Game. Ja, Shogun ist halt 12 Jahre alt. Ja. Ist halt einfach zu alt inzwischen. Glaubst du schaffst das oder willst du es lieber selbst spielen? Nee, das passt schon. Der macht genau das, was ich wollte. Den habe ich ausgebildet und auf die eine Seite geschickt, damit er seine Armee nach rechts schickt. Weil meine Armee ist links. Ha. Okay, da zieht seine Truppen wenigstens ab, aber oh, die Bori, Alter, uff, das sieht nicht gut aus, sei ehrlich, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht aber gar nicht gut aus. Was ist denn mit Mori los? Was ist denn mit Mori los, ey? Das sieht aber gar nicht gut aus. Du kannst gleich mal in den Stream gucken, wenn das der Ladebildschirm rum ist, Lars, und dann zeige ich dir mal, was gleich mein Problem ist. Ich weiß gar nicht, wie der da hinkam. Ah doch, der hat da sogar direkte Provinzen dran grenzend. Um Gottes Willen, da geht's direkt schon weiter, ey. Wo kam der denn jetzt her? Ah, das sind die Rebellen! Ah ja. Fuck. Oh Gott. Ja, und jetzt? Läuft ja überhaupt nicht bei dir. Ja, wer killst du sie oder sie killen dich? Ich mach jetzt einen automatischen Kampf, die Provinz gebe ich auf. Ah, es könnte actually knapp werden. Ah, ich habe verloren. Das haben die Rebellen einfach eine. Nein, ach Mensch. Okay, aber ich zeig dir jetzt mal gleich, was das Problem ist. Den Kollegen, den ziehen wir jetzt mal gleich zurück. Hat jetzt auch schon gehört. Lass, guck mal, das Stream. Hier ist meine Hauptstadt. Aber jetzt aktuell natürlich noch nichts drin, ne? Das baue ich jetzt alles gerade aktuell. Ja, ne? Ja. Und hier war eigentlich mein Vasall. Da sind jetzt allerdings gerade die Mori einmarschiert. Okay, das sind tatsächlich nur Flotten, das ist actually nicht mal so tragisch. Aber die Army von denen sieht halt scary aus, ne? Ich sehe sie noch nicht, dein Stream ist ja ein bisschen behind. Achso, ja, ja, aber gleich. Du siehst auch nicht wirklich viel von der Army, aber trotzdem ist das halt... Scary. Und das ist ja, halt die Frage... Sieht so suboptimal aus für dich, wenn ich ehrlich bin. Wie kann man das jetzt retten, ey? Mein Daimyo muss sich mal ein bisschen Ehre verschaffen, aber wie macht denn der das? Es gibt Technologien und wenn er Level aufsteigt, kann er welche bekommen. Welche Technologien kann ich denn da wählen? Teezeremonie oder so heißt die. Ist die dann rechts oder was? Ah. Yep. Bei Chi. Oh Gott, das wird ja aber dauern, bis ich das hab. Nee. Das löhnt nicht, Jungs. Das löhnt nicht. Scheiße, ey. Mein ganzes Reich fällt auseinander. So, ich habe jetzt die Provinz hier hinten an die Rebellen verloren. Ist aber nur eine Frage der Zeit, bis ich dich natürlich zurückhole, logischerweise. Beziehungsweise vielleicht unterstützen mich die Jungs hier hinten auch. Und hier... Die muss ich eigentlich sichern. Das Problem ist ja nur drei Provinzen. Ich glaube, die gebe ich jetzt zunächst tatsächlich auch einfach erstmal auf. Ich meine, wenn ich die aufgebe, kann ich sie ehrlich gesagt auch einfach besteuern. Die kriegen nächste Runde eh. Das ist richtig. Rebellen und die hier genauso. Dann nehme ich wenigstens noch ein bisschen das Bonusgold hier mit. Und dann starte ich wieder von meiner Ausgangsprovinz und alles ist Gucci. Aber was hältst du von Speichern für heute? Ja, finde ich gut. Ich würde dann meine Runde vielleicht noch gerade spielen. Und dann... Das ist, glaube ich, schwierig, weil ich muss ja speichern. Achso, dann speichert du es. Achso, dann speichert du es. Ne, ich glaube nicht mal zwingend, ehrlich gesagt. Aber speichere einfach dann, scheiß drauf. Ich glaube bei dem schon noch. Das ist ja relativ alt noch. Ja, okay. Dann speichert du mal. So, ich kann vorher mal testen, ob ich hier so einen Hinterhaltsangriff auf seine Hauptstadt machen kann. Guck mal. Kriegst du nicht angezeigt. Ja,
glaube, wenn ich das per Auto-Resolve mache, gewinne ich nicht, aber ich habe keinen Bock, das per Dingens zu machen. Also siege ich einfach weiter. Dann wird seine Armee zurückkommen, dann ziehe ich mich zurück und nächste Runde ist meine Armee da. Ja, das passt. Das klingt sehr, sehr gut. Ich bin zufrieden. So. Shizen baut mal seine Verteidigung aus. Und dann wird gespeichert. Speicher. Genau. So. Dann darfst du jetzt eine Abmoderation machen. Dann bedanke ich mich an alle, die zugeschaut haben. Hat Spaß gemacht. Machen wir gerne auch mal wieder. Wir spielen safe den Spielstand nochmal weiter irgendwann. Ich will ja auch irgendwie gucken, dass ich mich hier noch verteidigt krieg. Und dann sind wir jetzt fürs erste Mal off, oder? Für heute. Ja. Dann tschüssi. Ciao. Jetzt musst du den OBS.